Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Und es brennt in meinem Arsch. Ich trinke sehr viel Wasser und ich trinke Amylentee. Die Katze liegt im Schnee, oh je, me, me. Ich schwitze wie eine Sau und ich werde langsam dünn. Mein Magen ist ganz traurig und mein Gesicht ganz und grün. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Und es brennt aus meinem Arsch. Ich gehe auf die Toilette 500.000 Mal. Und jedes Mal, wenn ich gehe, denke ich, es war das letzte Mal. Dann denke ich, es ist nur ein Furz, aber leider ist es mehr. Es kommt dann wieder raus und mein Arsch ist wieder leer. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Ich habe Durchfall, ich esse Zwiebel. Und es brennt aus meinem Arsch. Es brennt aus meinem der einzige Qualitätsfach-Podcast für Heimatrecht, Bahn und Maradi ist der Enikas mit seiner Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 64. Ja. Dennis Mohrhardt. Hallo. Cornelis Kater. Schönen guten Abend. Hallo. Und Renke Brun, das bin ich. Ich habe dieses Intro so ein bisschen vermisst. Welches Intro? Na, dieses hier. Du meinst, ich habe Durchfall? Nee, das Ende. Ich habe Durchfall, ich esse Zwieback, ich habe Durchfall. Ich habe den Text schon wieder vergessen. Tja, wird ideal für unseren Trip nach München zum Oktoberfest. Der Sicherheitspolitiker. Ja. Herbsttagung. Herbsttagung. Herbsttagung der Sicherheitspolitiker auf dem Oktoberfest. Ja. In München. In München. Und wir fliegen. Ach, ist das wundervoll. Renke fliegt das erste Mal, habe ich. 10 Minuten. In 10 Minuten. Sind Sie direkt in London Heathrow? Flughafen Franz Josef Strauß bis nach Tegel. Ja. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Nach einer etwas ungewohnt kurzen Pause für die Karte. Gar nicht schlecht, ne? Wollen wir sagen. Also haben wir uns gut angestrengt. Hervorragend. Wollen wir direkt anfangen, was bezüglich quasi die Redaktion muss erklären zur Folge, die davor in diesem Channel erschienen? Ja. Es gibt nur zu erklären. Ah, es gibt ja nichts zu erklären. Ich fand es am lustigsten, den YouTube-Kommentar. Wie ging der nochmal? Achso, wir haben also. Wir haben eine Live-Folge gemacht, wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, auf dem 32C3. Ich bin extra aus Ostfriesland angereist. Mit Magen-Darm, wohlgemerkt. Mit Magen-Darm. Da habe ich das her, weil ich bekam es direkt danach. Echt jetzt? Übernächsten Tag, glaube ich, ja. Sehr gut. So. Deswegen habe ich der Song auch an was erinnert, ja. Ich habe auch allen Leuten irgendwie gesagt, ja, nee, ich glaube, ich habe gar keinen Magen-Darm. Ich glaube, es hat nur die Verwandtschaft, aber mir ging's, ich war nur müde gestern. Aber ich hatte es natürlich voll, aber ich wollte jetzt nicht da zur Persona non grata werden. So kommt das auf den Kongress. Ja, das war vielleicht ein bisschen leichtfertig von mir, das gebe ich gerne zu. Es tut mir auch leid. Aber mich hat es in der Tat nicht so hart erwischt, ja. Also es war nur so ein bisschen, ich hatte auch, musste auch nicht brechen, alle anderen, die ich kenne, mussten brechen. Das stimmt nicht. Zwei mussten. Das musste ich auch nicht. Nee, aber hatten so ein bisschen so einen Durchfall, ja. Ja. Und da haben wir eine Live-Folge gemacht. Die abweicht von allem bisherigen in dieser Sendung. Mit Absicht. Und auch von der anderen Live-Folge. Und von der anderen Live-Folge sich absetzen. Ja, sie war das sozusagen, müssen sie auch in sich abgrenzen auch. Ja, sie waren Kunstwerke sind.
Na? Ja, konsequente Weiterentwicklung, würde ich sagen. Und dazu gab es einen YouTube-Kommentar. Genau, der da heißt, kein Konzept, kein Inhalt, nicht lustig und ziemlich langweilig. Vielleicht war ich einfach zu nüchtern. Ja, Lünen Mura da Silva. Ja, also das Problem war in dieser Sendung, wir hatten uns eine Menge überlegt und hatten ein riesiges Feuerwerk, im wahrsten Sinne des Wortes Feuerwerk, aber nur aufgezeichnet. Ja. Später das Feuerwerk war in der falschen Sendung, oder? Ja, es war in der falschen Sendung. Später haben wir gemerkt, dass wir es doch hätten in der Ich habe euch das die ganze Zeit gesagt, dass es nicht gefährlich ist. Ja, aber wenn bei uns der Sprinkler losgeht, ist das ein Horror. Wenn bei der Freakshow der Sprinkler losgeht. Obwohl, das wäre eigentlich auch lustig gewesen. Sag mal ehrlich. Ja. Das bessere Ende, ja. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, also hatten wir da was vorbereitet, wir hatten ein Motto, wir hatten um dieses Motto und Inhalte geschart, so mehr oder weniger, und dann sitzt ein Publikum im Stock im Arsch. Ja, kann man jetzt so sehen, ich würde mit der Publikumsbeschimpfung ist das ja immer so eine Sache, man könnte sagen, uns hat das Warm-up gefehlt, weil die Leute waren doch ein bisschen überrascht, also, das, was jetzt drüber kam. Ich glaube, die haben nicht ganz, ich glaube, es hat ein wenig gedauert, ehe sie begriffen hatten, was da passierte. Dass es witzig sein soll jetzt. Dass es witzig sein soll. Mir wurde später gesagt von einem Hörer, den ich jetzt nicht nennen möchte, war super, fand ich richtig gut, aber Publikum war scheiße. Ja. Ich sag nicht, wer das war, aber man kennt ihn. Ja? Kein Unbekannter. So. Wir waren halt die Vorband und das Publikum war danach ja auch für die Freakshow, die inhaltlich kaum besser war, eigentlich ähnlich gestrickt, auch war. Was heißt denn kaum besser? Was ist denn das? Ja, das war überhaupt kein Inhalt. Die haben die wenn wir dann nicht unsere Wundertüten hingeschmissen hätten und die Seidenstraße nicht wäre. Und die Seidenstraße und die Konfettikanonen, wofür es nachher noch richtig Anschiss gab. Herr Stockmann hat mir doch die Ohren langgezogen. Ernsthaft? Ja. Ehrlich? So war das. Bei an dem Abend oder am nächsten Tag? Er hat gesagt, Renke, die Absprache war Konfetti nur, wenn ihr einen Staubsauger kriegt. Ja. Ist das Problem, nicht teilig mit gewesen? Ja, offensichtlich schon. Das Problem war aber, okay. Mir wurden während der Sendung immer live unterschiedliche Informationen gegeben, wie denn so der Staubsaugerzustand. Also kriegen wir jetzt einen, ja, ist einer unterwegs, kommt, kriegen wir, gar kein Problem. Nehmen Staubsauger, die haben keine mehr. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir haben Staubsauger. Und dann später stellte sich raus, wir haben Staubsauger, aber kein Staubsaugerrohr mehr, weil das irgendwie alles in der Seidenstraße verpufft war oder so. Ich weiß es nicht. Das Beste war, wir haben das ja später zusammengefegt und auf so einen Haufen gepackt vor die Bühne. Ja. Und ich saß da ja noch länger rum, so irgendwie bis 4 Uhr morgens. Und so gegen 4, 5 Uhr morgens kommt der Reinigungstrupp, geht durch. Und dann kam der arme Ausländer, also er sah halt ausländerisch aus, kam da mit seinem Staubsauger und versuchte diesen Haufen Konfetti aufzusaugen. Er hatte einen Staubsauger, ich meine. Ja, und dann hat ihm das den Staubsauger verstopft und er fing an zu klopfen. Und er klopfte so 10 Minuten in dieses Rohr rum und es wurde nicht besser. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Und dann hat er es irgendwann frei bekommen und dann dauerte es keine 2 Minuten. Es ist dann wieder verstopft und ich saß da in meiner Ecke. Konnte halt das Lachen nicht an mich halten. Wenn du mir diese Geschichte nicht erzählt hättest, hätte ich überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt. Nie, weil ich gedacht habe, die Person, die es sauber macht, wird dafür bezahlt. Aber jetzt. Aber es war auch zwischenzeitlich der Stand, dass das inkludiert ist. Es war also doch inkludiert. Ja, so gesehen. War das nicht Dodger sogar, der gesagt hat, lass die Scheiße liegen, wir haben hier All-Inclusive? Oder ich weiß nicht, wer das war. Dodger da keine falschen Wörter in den Mund legen, aber irgendjemand hat das gesagt aus der Orga. Nee, also der kommt halt morgens um 4 halt einen Trupp und macht da sauber. Deswegen sieht es ja am nächsten Tag irgendwie einigermaßen sauber wieder aus. Das stimmt. Das ist halt wie bei Harry Potter. Das Essen auf den Tischen in dem großen Saal, das kommt ja nicht von Zauberei, sondern es kommt von Gnomen im Keller. Also mal kurz zu der Sendung, weil bevor wir das jetzt hier ewig ausbreiten, nochmal genauso lange über die Sendung reden, wie sie tatsächlich war. Wir hatten mit ein paar Widrigkeiten, wir mussten die Sendung noch am Tag der Sendung mehrfach umgestalten und sozusagen ein bisschen umschreiben, weil Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir sie eingeplant hatten, was ein bisschen mehr Horstigkeit und auch Witz reingebracht hat und in Teilen auch sogar einen künstlerischen Aspekt. Wir wollen jetzt hier nicht verraten, was da genau schiefgelaufen ist, damit es weiterhin zu interpretieren bleibt, was der Künstler sich oder die Künstler sich dabei gedacht haben. Ich frage mir auch gerade was, aber gut. Ja, also wir hatten... Nein, das wird nicht verraten. Also was... Nein!
Das erfährt einfach nie. Cornelis, ich schreib's dir gerade mal im Chat. Okay. Das war am Ende. Am Ende, ich war skeptisch wegen der Sendung. Ich hab's so mit 2 Wochen Abstand wieder gesehen. Dachte mir so, okay, sie hatte ihre großen Momente. Ja, das war ganz lustig. Das Problem ist nur, wenn man sich das anschaut, wir hatten keine Mikros im Publikum. Das Publikum war ja nicht so laut jubelnd und so, weil da saßen gerade zum Schluss auch viele Leute, die haben einfach nur auf die Freakshow gewartet. Nur das Problem war, dass man selbst diese Stimmung, die dann aus dem Publikum kam, nicht richtig aufgenommen hat. Gar nicht. Das ist echt ein Problem. Das ist und bei mir war auch noch das Problem, ich habe die ganze Zeit wie ein Wilder geschrien, weil ich keinen Monitor hatte, auf dem ich gehört habe, wie laut ich bin. So in etwa. Wir sollten tatsächlich jetzt mal ganz ernsthaft uns die To-Do für das nächste Sendezentrum einfach wirklich ein Publikumsmikrofon, so ein schwieriges Ding, was irgendwo hängt, sollte es jemals wieder eins geben. Ist längst eingeplant, ist längst eingeplant. Sehr gut, eingeplant. Ja, danke, schön. Das ist allen aufgefallen. Und wenn wir das nächste Mal ohne Biodynamic-Headsets senden, dann möchte ich eine Monitorbox auf der Bühne stehen haben. Das war nicht gut. Es hätte einfach die Sendung um Längen besser gemacht. Ja. Aus Fehlern lernt man, das war jetzt die zweite Live-Sendung, die wir derart gestaltet haben, dass auf der Bühne was passierte. Wir arbeiten dran. Also, was man aber sagen kann, schon mal, das Format, wie wir es da gesehen haben und auch vorher den Vorläufer auf der Republika, das wird es so nicht mehr geben. Das Format ist ein Unikat, ja. Ja, also wir wollen dann auch immer was Neues erzeugen und nicht versuchen, alte Sachen aufzuwärmen. Und auch wenn es da vielleicht 1, 2, 3 interessante Dinge gab, schmeißen wir es über den Haufen. Und wir haben schon einige Ideen, was man tun könnte. Du hast Ideen. Ja. So. Ja, habe ich auch mit dir. Ja, und du kennst mein Feedback zu diesen Ideen. Ja, war nicht schlecht. Nee. So, könntest du mir auch mal einen Chat werfen in einen geheimen, diese Ideen. Jetzt wüsste ich es schon gern. Ach, den habe ich den falschen Chat geschrieben, ne? Ja, ich Übrigens muss ich noch hinzufügen, das Konzept Saufdown hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Und zwar so, dass ich mich morgens um 5 in Göttingen ziemlich geschämt habe. Ich bin mit dem ersten Zug zurückgefahren, also diesen einen Tag extra für die Sendung hergekommen war. Ein unendlicher Aufwand. Und da stand morgens am Bahnhof und mir ging es halt schon richtig beschissen vom Alkohol und anderen Dingen. Du hattest doch nur 2 Pfeffi. Ich hatte auch noch einen halben Kanister Wein übrigens. Ah, den habe ich ganz vergessen. Und ich habe etwas getan, was ich noch nie getan habe und noch nie wieder tun werde. Ich habe, weil nur ein Taxi da stand, der Oma, die da auch stand, das Taxi geklaut, weil es mir einfach, ich habe beschlossen, mir geht es wesentlich beschissener als ihr und ich habe bestimmt gleich noch eins und bin einfach rein und weg. Oh, wie schön. War mir auch nicht klar, dass morgens um 5 da wirklich immer nur ein Taxi steht und dann kommt irgendwie eine Viertelstunde später das nächste. Da gibt es keinen Taxistau wie sonst. Ja. Das tut mir wirklich aufrichtig leid, liebe Oma, falls du zuhörst. Ich gebe dir nächstes Mal eine Fahrt aus. Was sollte ich noch in den Chat schreiben? So. Dementsprechend. Welchen Chat eigentlich? Ja. Den. Ja. Renke, das war jetzt nur ganz kurz. Das war jetzt dein erster Kongress. Was war jetzt so dein Eindruck? So gefühlt? Also man hört ja immer vorher, es ist halt kinderfreundlich hier, kannst alle mitnehmen. Ist überhaupt kein Problem. Mach einfach, weil die haben sich hier alle gern. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Aber nee, war tatsächlich so. Also man kann da auch die Kinder irgendwie rumstrumpeln lassen und da gibt es irgendwie so ein paar Spielsachen für Kinder und einfach dem Kind so ein Decktelefon in die Hand gedrückt. Ja, man kann die halt auch überall einfach hinstecken und vielleicht gehen die unterwegs verloren, aber sie treffen auf jeden Fall auf Menschen, die dafür Sorge tragen, dass die wieder zurückkommen, wo sie hingehören. Ja, also das ist einfach in vielfacher Hinsicht ein Event, auf das man getrost seine Kinder mitnehmen kann. Leider, man könnte den Kindern GPS-Koordinaten auf den Arm schreiben. Leider sind meine noch zu klein, also das dauert einfach noch, aber... Wobei, die Größe hat den Vorteil, man könnte sie in der Seidenstraße transportieren. Fump, fump. Direkt ins Bällebad. So. Ja, das war unser Kongressausflug. Also ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie noch Feedback zu der Sendung habt, schreibt die mal auf, weil wir haben wenig. Also genau. wir hätten uns sogar über Negatives gefreut. Ich bekam noch eins, dass ich mich dafür schämen müsste, aber das wusste ich. Wer hat sich das denn getraut zu sagen? Auch ein Hörer, ein namentlich bekannter Hörer. Wir schämen uns doch nicht dafür. Na doch, ein bisschen, aber... Warte mal, der Ernsthaft, dafür musst du dich schämen? Das hat er ernsthaft gesagt? Ernsthaft oder war das so... So ironisch. Wer weiß nicht, war im Chat, war schwer zu ermitteln. Schreib mir mal im Chat, wer das war. Ja, dem schicken wir eine Tasse voller Plutonium. Nee, Polonium war das. Polonium, achso. Polonium-Alpha-Strahler übrigens, ne? Ah, ja, glaube ich zumindest. Oh Gott, jetzt ist es wieder scheiße. Ach was, der?
Unfassbar. Der? Das gibt auf den Sack. Das, meine ja, Güte. Ich muss mal hier mal weiter im Kontext machen. Dementsprechend, das war unser 32C3 Ausflug. Der war wunderschön. Und mal schauen, ob wir das... Ob wir werden es in irgendeiner Form, wird es dann auf dem 33C3 einen Programmblock, der Anycast überschrieben ist, geben. Was da drin passiert, ist nochmal der nächsteren Abstimmungen in diesem Jahr vorbehalten. Nochmal ganz schnell eine Kapitelmarke. Weil wir noch ganz schnell... Ja, wir haben noch die Winterpause, die wir hatten, dafür genutzt, um Dschungelcamp zu gucken. Ja. Was wir schon seit 10 Jahren jedes Jahr im Januar tun. 3. Das ist unser zweites Jahr gewesen. Renke dachte auch, dass wir... Ja, schauen, 3 Jahre. Hier, ja. 3 Jahre schauen. Ihr habt mich ja gezwungen und ich bin euch dankbar. Ja, siehste, so. Guck mal. Und, wir haben, und auch dieses Jahr hatten wir wieder jemanden dabei, der es noch nie gesehen hat, weil er voller Vorurteile war. Ja. Nicht, also... Ich finde, wir sollten... Ich am meisten von den Busen von Frau Wollersheim fühlte. Mein kleines Schwiegerchen, ja. Heinzi. Grüße nach Ostfriesland. Ja, hört uns eh nicht zu. Ja, zum Glück. Der weiß nicht, was ein Podcast ist. Ist einfach das Problem. Das kann das nicht. Man muss mal auch verstehen, da haben die einfach auch nur... Da, also DSL 1000 gibt's da. Ja, und dann wird nämlich von gegenüber das LAN-Kabel rübergezogen. So 100 Meter lang. Ah, verstehe. Ja. Nee, genau, wir haben im Dschungel geguckt, war ganz nett. Ist wirklich so. Glaubst du mir nicht, ne? Weil macht ja keiner. Vielleicht doch. Vielleicht glaubt er es doch. Er weiß es gar nicht. Er ist sich unsicher. War das nur ein Witz oder machen die es wirklich? Ich frage nach Hilke. dementsprechend, nee, wir haben im Dschungel geguckt. Wir haben das zweite Jahr mit unserem Podcast, Good Morning in the Morning. Waren ganz zufrieden. Wir hatten Live-Shows wieder, die relativ gut angekommen sind. Das muss man auch sagen. Ja, ich fand die auch schön. Ja. Ich fand, das war tatsächlich Qualität. Ah, ja. Also, ja, Qualität. Nein, also ich habe alle Folgen gehört, ich habe auch alle Fernsehfolgen gesehen mit teilweise ein, zwei Tagen Verzögerung. Das hat es gut ergänzt. Da bist du nicht allein. Frau Rütze. Ja. Bist du nicht alleine. Ja, an der Stelle danken wir nochmal allen Hörern, die sich auf diesen Wahnsinn eingelassen haben. Ja. Auch Renk hat bestimmt in der Zeit so 40 Stockwerke gemacht. Oh ja. Oh. Viel. Ja. Dennis wohnt ja, das weiß man, das wissen ja viele gar nicht, ne? Aber ich habe immer gesagt, ich bin bei Dennis auf der Arbeit, stimmt gar nicht, ich bin einfach nur in seinem Fabrikloft immer, in dem er wohnt. Ein Zimmer, 250 Quadratmeter, offene Küche und unten in den Boden eingelassener Whirlpool. Hat nicht jeder, aber okay, Frontend-Developer, ja. Komm. Der hat's. So. Schön, hier so einen ganzen Block gentrifiziert hat er. Sich zusammengetan. Von meiner Agenturkohle. Ja, genau, sich zusammengetan hier mit eurem Agenturhund, hast den ganzen Block gekauft und dir so ein Loft gemacht, hier 3 Roma-Familien rausgeschmissen und dann gesagt, hier Eigenbedarf, Kinder, geht zum Sozialamt. Ach nee, kriegt ihr nix. Oh, schade. Ja, so war's. Wie fandest du es denn, diese Staffel? Weil dein Feedback hatten wir noch gar nicht. Gut, ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es ist die zweitbeste, die ich je gesehen habe und die zweitschlechteste, die ich je gesehen habe bei 3 Staffeln. Nee, Moment. Ich mochte sie, wirklich. Es gab ein paar Folgen, die waren echt langweilig, aber das waren vielleicht nur so 3. Und ich war von der ersten Folge an sehr gefesselt. Dschungelprüfungen haben mich, gerade weil ich es halt auch zeitsouverän nachgeschaut habe, wirklich sehr gelangweilt und zum Glück konnte ich da ein bisschen skippen. Manche waren okay, aber ich glaube, die Hälfte fand ich wirklich sehr langweilig. Hattest du geglaubt, dass Menderes König wird? Nee. Nee. Auch nicht? Ich habe es dummerweise kurz vorher gesehen. Nee, eigentlich nicht. Also ich war aber nicht so der Menderes-Fan. Ich war tatsächlich ganz gern so bei Sophia. Weil lustigerweise hat Menderes, jetzt können wir mal nochmal die Zahlen verarbeiten, ab dem 25. Januar, das ist quasi Tag 10, quasi mit, also ist durchmarschiert. Also ist also schon eine ganze Zeit. Krass, ja. Am ersten Tag, als das umgestellt wurde, war Helena Fürst vorne. Ja. Und das bestätigt deine Vermutung wiederum, finde ich ein bisschen, dass es wurde ja so anmoderiert, so hier, übrigens, wenn sie jetzt anrufen, ja. Die Person bleibt drin. Dass die tatsächlich Leute das nicht begriffen hatten, dass sie da anrufen für jemanden und nicht mehr gegen jemanden. Und so Helena auf Platz 1 gelandet ist. Und es was quasi am nächsten Tag quasi um 10 Prozentpunkte einfach abgestürzt ist. Ja. Gibst du mir mal die Coca-Cola?
Ja, ich fand ihn zwar süß, aber ich fand ihn nicht interessant. Also ich fand ihn nicht so gehaltvoll, dass ich ihn unbedingt drin haben möchte und dann noch gewinnen lassen möchte. Ja, er war denn gehaltvoller? Ja, nur der ist, weißt du, hier, Menderes hat es real gekept, ja. Also der war halt real. Der ist sich immer treu geblieben. Der ist sich immer treu geblieben, weißt du, wie die Onkels. So. Und die anderen haben halt sich auch teilweise so ein bisschen verändert und haben dann gerade Sophia wurde ja teilweise ein bisschen creepy. Im Nachhinein hat sie ja noch beschwert, so alle hassen mich. Ja, natürlich hassen dich alle, weil du einfach eine Schlange bist, eine falsche Schlange. Selbst, also Helena ist ja in ihrer Schlechtigkeit ist ja aufrichtig. Ja, falsch ist sie nicht. Genau, so falsch ist sie nicht. Aber ja, schlecht, ja. Aber nicht falsch. Ja. Ja. Die Wollersheim ist halt immer nur falsch. So einfach ist es. Aber sie war sehr geschockt, dass Bert nicht in Australien war, als sie ja. Hätte sie das gewusst im Camp erfahren, dann hätte sie sofort abgebrochen. Ja. Schade. Gut. Ja, also zu den Abstimmungsergebnissen, dann Menderes ist einfach dann auch durchgerauscht. Also der hatte immer genau. 50 plus. Es war relativ klar. Aber das bestätigt unsere Vermutung. Wie beim ZDF eigentlich so ein bisschen, ne? 50 plus? Ja, so ein bisschen. Aber das bestätigt unsere Vermutung. Wir sind wir Gags knapp über der Grasnarbe. Ja. Und das bestätigt aber unsere Vermutung, als wir gedacht haben, wer denn an den jeweiligen Tagen rausgeflogen ist, dass sie sich eigentlich gar nicht so groß unterscheiden. Das tun sie halt nicht, weil die tun das in so Promille-Werten, ehrlich gesagt. Also ja, besonders Jenny Elvers. Richtig. Also da ging es halt einfach nur um vielleicht 1000 Anrufe oder 100 Anrufe, die ja gefehlt haben. Ja, also viel, viel Promille. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. Oh, Mann. Mord. Willst du einen Labeldrucker haben? Ja, ich weiß, ich verwechsel immer tatsächlich, wir haben hier so tolle Wiimotes, ja, und die machen Räuspertaste. Da kann ich hinten so drauf drücken, dann macht es mal weg und dann ist es wieder da. Kann man auch sowas machen. Und solche Späße. Ich verwechsel die aber immer, weil da stehen keine Nummern drauf und das ist nicht richtig zugeordnet. Hast du mal einen Podcast-Labeldrucker für mich, wo ich das eben drauf machen kann? Ja, kann ich dir holen sogar. Ja, ist gar nicht schlecht. So, hol ich dir mal. So ein ja. Dymo oder so. Da. Ja. Labeldrucker. Ja. Geht auch drauf. Ja, kommt da denn, also was, also wie viel, mit welcher Frequenz kommt denn das da raus? Also so, weiß ich nicht. Mindestens 5000 Hertz, glaube ich. 4000. Ne? 5000, ich glaube mindestens 5000. Das ist ein Profigerät. Ja, das ist ein Profigerät. Sehe ich direkt. Ja. Was macht denn hier der Drucker da? Hä? Ist der neu? Hattest du nicht mal einen anderen? Nee, ich hatte den schon selben. Ah ja. Sehr interessant. Ja. Gut. Ja, gibt es sonst noch was im Dschungel zu sagen? Nö, ich wüsste nichts. Ein Öff. Soll ich schon mal draufdrücken? Ah, da kann man ja. War es richtig, dass es dieses Mal die Staffel mit der längsten Sendezeit war? Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also, ich weiß nicht. Müsste man ernsthaft nochmal nachschauen. Das aber haben sie, glaube ich, irgendwo gesagt, oder? Jedenfalls war es, glaube ich, die Staffel des Überziehens. Sie haben also regelmäßig überzogen. Und haben dann es immer dem Nachtmagazin in die Schuhe geschoben. So. Na, aber schon mal schön zu sehen, dass man da jetzt überziehen darf, ja? Also ja. Bis vor nicht allzu langer Zeit. War das ein Privileg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? So, genau. Und vor allen Dingen, jetzt muss ich einfach auf Drucken drücken. Ja, und dann kommt dein, du musst aber aufpassen, da kommt noch 30 Sekunden vorher Werbung. Was? Ach so, ja, stimmt. Oh, guck mal. Ist das ekelhaft. Komm, hier ist ein Audible-Spot. Und jetzt, guck, da ist der. Ja, nee, du musst auf den Seitenknopf drücken. Ah, ja. Ach, guck, ja, jetzt ist auch. Ja, hat sich auch der Audible-Spot in Luft aufgelöst. Jetzt hier. Das ist schön, wir können mal erzählen, dass wir hier anders verbunden sind dieses Mal. Ich kann den Drucker sogar hören bis hier. Und das ohne Latenz, total live und in Echtzeit. Ich finde das wundergut. Schön, wunderschön. Studio-Link ist das ja. Zauberwort. Ja. So. Das ist eine Auswahl. Ja, das ist aber kein Qualitätskleber. Da musst du mal was aus. Nur weil du es nicht kriegst. Nee, weißt du was? Nee, wir machen das jetzt mal richtig, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen erstmal unsere. Also, wir können jetzt mal einfach unsere Sachen hier mal 3 Monate, können wir mal einfach unseren Server. Also, liefern wir keine Podcasts mehr aus. Und dann holen wir mal gute Sachen aus den USA hier rüber. Ich würde jemanden, so einen Werbeprofi von Disney holen. Ich hätte gerne einen Drucker mit serieller Schnittstelle. Und so eine Werbe. Serielle Drucken. Ja, und so eine Werbeexpertin von Disney sollten wir uns auch holen. Ja, warum eigentlich nicht Elsa, ne? Du meinst die Eiskönigin. Ja, genau. Ja, sehr gut. Meine Tochter kann da ein bisschen was erzählen. Ja. Die kennt sich da aus.
Wie könnte ich das hier immer noch nicht ab? Studio Link wollte Cornelis übrigens sagen, sind wir mit verbunden. Von Sebastian Reimers. Hervorragend funktioniert das. Also ist im Moment Alpha, Beta, Gamma. Where? Also wird noch. Jedenfalls kann man irgendwann da sehr viel Geld für investieren, was wir auch alle tun sollten, weil das ist echt, also das ist jetzt quasi in den, im gerade, also Studio Link, jetzt mal so auf, sagen wir mal, wie nennt sich das? Säugetierentwicklungsbiologisch gesprochen. Nistet sich, eigentlich ausgedruckt? Nistet sich gerade hier. Nistet sich gerade in die Gebärmutter ein. Und irgendwann, wenn der sozusagen Nasciturus dann die Gebärmutter verlassen wird, kann man ihm Geld geben, damit er sich unterhalten kann. Und das sollten wir tun, weil das ist jetzt schon, obwohl noch embryonal, schon sehr unterstützend wird. Aber vielleicht so als kleines Service an die Hörer sollten wir erklären, was das eigentlich überhaupt ist. Nur in 2-3 Sätzen. Ach so, Ich war ganz erstaunt heute, dass, also StudioLink ist in der Podcast-Szene bekannt als bisher kleine orange oder gelbe Box, die zwei Studios über Netzwerk verbindet oder zwei Orte. Und ich weiß gar nicht mit welchem Codec, aber auf jeden Fall Opus. Mit sehr guter Qualität, Opus, genau, mit sehr guter Qualität. Das Audio einpackt und rüberschickt und zwar so, dass es wenig Latenz hat. Also ist live! Um Gottes Willen, er frag mich doch nicht so! Wenig Latenz passiert. Es geht auch darum, live zu sein und ich sage nochmal mit wenig Latenz. Das ist ganz wichtig, denn wenn man normal telefoniert, das merkt ihr vielleicht auch, dass da immer so eine halbe Sekunde vergeht, bis das beim anderen ankommt und dann noch eine halbe Sekunde, bis es zurückkommt, dann fällt man sich ständig ins Wort. Und wenn du mit einem dummen Menschen telefonierst, dauert es nochmal eine Sekunde länger, weil er länger nachdenken muss, ja. Oder man erzählt einfach Gags 2-3 Mal, bis sie ankommen. Ja. Passiert auch. Genau, und Studio Link macht das also sehr, sehr gut mit dem tollen Codec und ich wusste bis heute gar nicht, dass es das auch in Software gibt, also dass man es einfach installiert als Plugin für Audioprogramme oder du lebst ernsthaft in einem Mond, Cornelis. Das tue ich sehr bewusst und ich habe einen Vortrag zur Republika reingereicht, warum ich das tue. Mal gucken, ob sie ihn annehmen. Dieses Self-Plugging immer. Wir haben da noch einen Podcast, einen Bahnhelden-Podcast, ja egal. Nee, aber es ist an das Schöne ans Studio-Link ist, es hört sich so an, als würde Cornelius neben uns sitzen. Ja, und umgekehrt. Ohne ihn riechen zu müssen. Echt angenehmer. Ja. Hat eigentlich nur Vorteile. Ja, so ein bisschen wie Second Life. Ja. Nur ja, großen Dank an, wie heißt der, Sebastian? Dennis? Genau, Sebastian. Dennis Sebastian heißt der, glaube ich. Dennis Sebastian Scheuwedler. Das Imperium informiert. Worüber eigentlich? Ja, wir fangen an mit einer Meldung aus Henningsdorf. Quasi Speckgürtel im Speckgürtel von Berlin, kann man sagen. Da kam es... Ist aber schlechter Speck, ist schon ein bisschen alt und gräulich. Man möchte nicht mehr so gerne essen, weil ist halt in Brandenburg. Ja, aber da kommen die Züge her. Ja, gut, ne? Ich habe heute Morgen gesehen bei Volle Kanne, wie jemand Formfleisch hergestellt hat. Oh, was? Gottes Willen. Wer ist so? Ist so, habe ich wirklich? Nein, du hast wieder einen Satz angefangen mit, ich habe heute bei Volle Kanne gesehen... Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Frau das guckt? Renke. Stimmt übrigens gar nicht, ich war heute Morgen beim Zahnarzt und ich hab's alleine geschaut. So. Aber ey, dieses Volle Kanne, das ist schon süchtig machend, oder? Wenn ich nicht morgens... Das ist doch einfach eine gute, informative Sendung, da kann man nichts gegen sagen. Ist einfach so. Cool, dass ich wert. Ja, genau die richtige Mischung aus Nachrichten, Klatsch, Tratsch und auch ein bisschen Verbraucherberatung. Ja, ist wirklich so. Wurde gekocht oder gebastelt heute? Nee, diesmal wurde ja Formfleisch gemacht. Ach so. Hab ich doch gesagt. Im Studio? Ja. Ah. So. Kann man auch in der ZDF-Mediathek nachgucken, die es auch auf der neuen Apple TV gibt. Spoiler. Also, es gab einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz im nordwestlich von Berlin. So heißt es bei der Morgenpost. Und zwar... hörte eine Frau, eine 50-jährige Frau, stundenlang Musik, laut Musik. Und zwar von Helene Fischer. Nicht verwechseln mit Helena, aber Helene Fischer. Und auch nicht verwechseln mit Ottfried Fischer, der ist ein Mann und dick. Ja. Wobei ich jetzt Helene Fischer kann sich natürlich, wenn Helene Fischer ein Mann sein will, okay. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin da auch, wie nennt man das? Tolerant. Nee, gendersensibel, das wollte ich sagen. Wenn Helene Fischer sagt, ich bin jetzt ein Mann und lebe in einer homosexuellen Beziehung mit Florian Silbereisen, okay, who cares? Ist 2016, Dennis. Da musst du nicht immer so herabschauen auf die Leute. Wirklich.
Ich finde das wirklich. Das immer mich. Diese Homos, das ist so eklig. Bach, wirklich. Ja. Und ja, sie hörte lautstark Musik und gegen 2 Uhr morgens war es den Nachbarn zu viel und sie riefen die Polizei. Ja, naja, die Frau reagierte nicht und dann wurde die Tür aufgebrochen und die Beamten schreiteten zur Tat und schalteten die Anlage selber ab. Was nicht so auf Begeisterung bei der Bewohnerin kam, denn sie schaltete die Anlage kurz nach Heraustreten der Beamten aus der Wohnung wieder an. Das heißt, es gab ein zweites Mal, dass die Polizei rein musste. Da gab es eine kleine Handgreiflichkeit. Das Ende, Ende dieses Verfahrens ist Strafverfahren wegen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten plus ein Alkoholtest von 1,16 Promille. Und die Ausnüchterungsstelle. Das ist ja nicht so viel, ist, oder? Also, ja, aber scheinbar hat es gereicht, um Helene Fischer auf voller Lautstärke bis in die Nacht zu hören. Also vor meinem geistigen Ohr hört sie auch die ganze Zeit den gleichen Song. Vermutlich. Aber vielleicht war das. Ich bin ja mal mit der Nordwestbahn. Ist schon ein paar Jahre her, bin ich mit der Nordwestbahn nach Oldenburg gefahren, von Esens aus. Und da war ja so ein Trüppchen, ich will jetzt gar nichts, also Sektweiber. Nein, ich will sagen, da war einfach so ein Trüppchen Menschen, ich sag das mal ganz wertneutral, mit so einem kleinen Küchenradio, das auch CDs abspielen konnte unterwegs und mit Batterien gefüllt und hatte das tatsächlich nur dieses eine Lied wirklich immer auf Dauerschleife. Und ihr müsst jetzt mal eure eigenen Vorurteile spielen lassen und eure eigenen Stereotype im Kopf abrufen, was das wohl für eine Gruppe gewesen sein kann. Ich sag da nichts zu. Ich kann auch Koalas gewesen sein. Ich habe mir letztens gelesen, dass diese Hoverboards oder E-Boards, ja, quasi diese Hoverboards mit Rädern, diese größte Verarsche der Menschheit, ja, die gibt es auch mit Bluetooth-Lautsprechern. Das heißt, du siehst nicht aus wie ein Honk, du spielst auch laut Musik über die Dinger, über so Blecherne und also werf doch direkt eine Wasserbombe auf die Menschheit, anstatt die Menschheit so zu quälen. Wisst ihr, was ein, beim Thema Bluetooth, wisst ihr, was ein Sous-Vide-Garer ist? Ein was? Sous-Vide-Garer. Ja, das ist doch unter Vakuum, oder? Genau, Zeugs. Genau, man macht normalerweise, verpackt ich hatte man Helge. Sachen in Vakuum. Ah ja, klar, du bist ja hier ja, quasi jetzt halber Koch. Verpackt man Sachen so Vakuum eingeschweißt in Plastik und ein Sous-Vide-Garer erhitzt eine definierte Flüssigkeit, meistens Wasser, auf eine bestimmte Temperatur, die man erreichen will. Zum Beispiel 65 Grad. Und legt dann irgendwie, was weiß ich, Lammrücken da rein oder sowas. Dann wird halt nach und nach das genau auf diese perfekte Temperatur gegart. Man brät es einfach von beiden Seiten schnell an, damit es ein paar Röstaromen kriegt und es ist halt hervorragend. So, das ist die Idee dahinter. Sehr teurer Quatsch. Es gibt auch so Geräte, die sehen aus wie ein Tauchsieder. Und die stellt man einfach in einen Topf und der sorgt dann dafür, dass das Wasser so ein bisschen umgewälzt wird. Und sorgt dafür, dass dieses Wasser auch diese Temperatur hat, die man einstellt. Und da habe ich neulich, ich sag nicht von wem, ein Foto auf Facebook gesehen, der sowas hat, um sich das kostet irgendwie absurd viel Geld, ein Tauchsieder, ja, sowas hat meine Oma früher in einer riesen Mähkanne getan, um Wasser zu erhitzen, um damit das Unkraut auf der Terrasse zunichte zu machen. Das nur in kleinen für den Topf, um da ein sogenanntes Onsen-Ei rauszumachen, ja. Das kommt nämlich aus so heißen Quellen in Japan, die so ein paar 60 Grad sind und dann wird im Prinzip ist ein Wabbelei. Mehr ist es nicht. Also es ist halt nicht nur Eigelb und Eiweiß ist wabbelig. Und diese heißen Quellen sind halt seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf dieser Temperatur. Ja. Und dann konnte man das da reintun und hat halt immer nur dieses Ei, das gab es halt nur da, weil da waren die Quellen so heiß. Und dann gab es halt irgendwann die Sous-Vide-Garer, die dafür gesorgt haben, dass das alles dass halt diese Temperatur erreicht wird und dann hat man halt so ein Wabbelei und das kostet unfassbar viel Geld, dieser Tauchsieder, den ich ja gesehen habe und der hat Bluetooth. Die Krellmanns haben jetzt auch so ein Bluetooth Zahnbürsten. Mhm. Weil, wie lernten wir schon von Sheldon Cooper, alles mit Bluetooth besser. Hier, das ist korrekt. Stichwort Sowjetgarn, ich frage dich gerade, ob das nicht auch nach Spülmaschine geht. Meine hat einen 65-Grad-Knopf. Ja, es gibt viele Leute, die Lachs in der Spülmaschine machen.
Okay. Ich kenne nur. Ich kam jetzt noch von jemandem drauf, der Salmiakki da ja. Ich wollte gerade sagen, ja. Maschine. Da musst ja. du auch, da musst du auch gar nicht Vakuum verpacken. Also nimm, probier das mal aus. Nimm mal Lachsfilets und pack die mal in so einen Gefrierbeutel und wickel den zwei, dreimal drum. Einfach so reinschmeißen. Nee, nicht einfach so, sondern pack den in den Gefrierbeutel. Den ganzen Fisch. Wickel den, genau. Pack den ganzen lebenden Fisch in die Spülmaschine. In die Spülmaschine. Und dann pack das da mal durch. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Der denkt ja auch erst, er ist im Meer, wenn das Wasser kommt. Ja. Da ist ja auch jede Menge, ist ja auch jede Menge Spülmaschinensalz drin. Sind Lachse Salzfische? Oder nicht süß? Beides, ne? Weiß ich gar nicht. Können die können doch beides. Die können doch Country und Western, oder nicht? Ist das nicht so? Schwimmen die nicht aus dem Meer zurück zur Quelle? Ja. Um da zu laichen und dann zu verenden? War das nicht so? Fliegen. Ja, Biologie war nicht so meins. Ja, stimmt, doch, war was. Habe ich Jura studiert. Aber ob sie bis zum Meer schwimmen oder nur den Fluss hoch und zurück? Das weiß ich jetzt nicht. Aber die schwimmen ins Meer. Da weiß ich doch nicht. Ja, komm, könnt ihr mal hier einfach unterm Video kommentieren. Schreibt in die, wie nennt man das? Einen Daumen. Genau, macht einen Daumen hoch, ja. Liked uns auf Facebook und schreibt uns in die Comments. Apropos 50-jährige Frau und Polizei. Da haben wir noch eine zweite Meldung. Ja, es ist wirklich so. Es ist eine 50-jährige Frau, diesmal aus Oberhausen. Das ist dieses, das ist das Henningsdorf von Köln. Kann man so sagen. Nee, ist eher Henningsdorf von Essen, würde ich oder sagen. Oder von Essen, aber, ja. Obwohl im, also das muss man auch schon sagen, im Ruhrgebiet so richtig Speckgürtel ist da schon lange nichts mehr. Ja. Eine 50-jährige Frau so, wählte dort den Notruf 110. Sagst du was nicht? Ich habe da eine Wohnung gekauft. Ernsthaft? Ja, anderes Thema. Später. Und ich bin der mit dem Fabrikloft läuft, oder was? Ja. Sie wählte den Notruf Dienstagabend gegen 20 Uhr und hat verlangt, dass die Polizei kommt. Also sie hat angegeben, sie habe sich eingeschlossen und könne sich nicht mehr alleine befreien. Die Polizei kam. Das Problem ist, die Frau erklärte dann, dass sie sich so gar nicht in so einer hilflosen Lage befindet, sondern sich einfach nur über die Pizzabrötchen beschweren wollte. Die Pizza war nicht gut genug. Nee, die Pizzabrötchen waren nicht gut genug. Und dann darauf die Frau, das würde sie immer wieder tun. Genau, die Polizei hat gesagt, so geht das doch nicht. Hier, sind sie bekloppt? Sie verrückt, das ist ein Notruf. Und da hat sie gesagt, nö, sehe ich gar nicht ein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen, glaube ich, eröffnet. Ja. Und welcher Paragraph? Ja, 200... Rechtspflegedelikte sind weiter hinten. Wahrscheinlich ist es 300... Nee. 145. Ah, okay, cool. So. Ist das definiert, wofür der Notruf verwendet werden darf? Ich meine, für wenn da jetzt... Ja, wenn da jetzt miese Pizzabrötchen hergestellt werden und möglicherweise Vergiftungsgefahr besteht, ist dann die 110 nicht richtig? Hier hat es aber nur nicht lecker geschmeckt. Und außerdem dieses... Und wenn du Vergiftungserscheinungen hast, würdest du die 112 rufen. Weil sich um darum kümmern, das Ermittlungsverfahren, ob die Pizzabrötchen jetzt wirklich vergiftet waren, das kann man ja auch noch eine Woche später. Nee, mir ging es darum, andere Menschen zu schützen, wenn ich es noch so eben geschafft habe, dem zu entkommen, weil mein Magen ist ja viel härter als die der anderen. Also... Ja. Wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also absichtlich oder wissentlich sagt er schon, also wenn du im guten Glauben bist sozusagen, dass hier wirklich eine Notsituation drin wäre, ja, dann missbrauchst du ja eigentlich schon, entfällt ja schon der Tatbestand. Ja. Weil Missbrauch heißt ja wirklich, da müsste ich jetzt mal einen Kommentar gucken, aber vom Gefühl her, nee. Außerdem muss man auch sagen, es gibt auch Missbrauch, der nicht strafbar ist, ja. Zum Beispiel leichtfertiger Missbrauch, offensichtlich. Ah. Ja, weil absichtlich und wissentlich, also ist hier Vorsatz gefordert auf jeden Fall. Ne? Ja. Apropos Gesetz, Herr Brun. Ja, und zwar folgender Fall. Wir versetzen uns mal in den allgemeinen Studierendenausschuss der Ruhr-Universität Bochum. Bochum. Und dann denkt man sich, was machen wir denn jetzt? Wir müssen mal ordentlich was feiern. Und dann organisiert der Asta da, auch hier kommt, Mensa-Party ist ja, aber lass mal jetzt dieses Jahr richtig auf die Kacke hauen, haben die sich gedacht. Und haben...
eine Mensa-Party gemacht in einer Größenordnung, wie sie noch nie an der Ruhr-Universität Bochum stattgefunden hat und haben unter anderem... Größte Party ever. Und haben, glaube ich, unter anderem Juli, die Band Juli eingeladen. Ernsthaft? Ja, ja. Und ich weiß nicht, die haben halt irgendwie über 80.000 Euro alleine für Gagen für die Künstler ausgegeben und haben, na ich sag mal, nicht sonderlich sorgfältig geprüft, wie viel, also so eine Kostenrechnung aufgemacht und haben dann gesagt, naja, so und so viel kostet das hier alles und so viel Geld brauchen wir und wir erwarten so und so viele zahlende Gäste, Klammer auf, die gar nicht realisierbar gewesen wären, weil die Brandschutzerfordernisse ist nicht, also da hätten einfach nicht so viele Leute reingedurft, das wäre völlig bizarr. Haben dann gemerkt, oh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld in der Kasse und haben dann einen Nachtragshaushalt in den ins Studierendenparlament eingebracht. Was halt so gute Politiker machen. Von 140.000 Euro. Wie viel ist das normale Budget? Und ist unbekannt. Ist unbekannt, ja. Aber damit wurden dann Verluste gefahren bei dieser Veranstaltung. Die ist leider leicht defizitär gelaufen. Und zwar wurden Verluste von 220.000 Euro eingefahren. Woraufhin die Studierendenschaft sich darum bemüht hat, jetzt die Kohle wieder zu bekommen. Und zwar vom damaligen AStA-Vorsitzenden und dem Finanzreferenten. Und in erster Instanz hat das Verwaltungsgericht gesagt, ja, ne, Haushaltspflichten grob missachtet, Kosten-Nutzen-Rechnung hier, das, so geht das nicht, alles total schlecht, ja, da müsst ihr jetzt leider wohl 176.000 Euro zahlen. Dann ist die Sache zum OVG Münster gegangen und hat gesagt, ja, also nee, das Studierendenparlament trägt ja Mitschuld, weil die haben den Nachtragshaushalt ja genehmigt, da müsst ihr nur die Hälfte zahlen. Tja, ja, also, ne, was ich damit sagen will, ich warne euch alle davor, euch an der Uni irgendwie auch nur zu engagieren. Ja, aber ernsthaft, also ich kriege das in Göttingen ja immer wieder mit, immer noch, das, was da läuft. Das ist ja total, also das ist für die Katz, erstens beteiligen sie, also an den Wahlen, was ist denn die Wahlbeteiligung von so einer Uni? 10%, 20%, 30%? Also halt irgendwie. Ja, du musst ja fürs Semesterticket ein Quorum erreichen, dass, glaube ich, mindestens 20% der Studierenden dafür gestimmt haben, ne? Okay. Aber es war immer. Übrigens, ja. Der Etat des AStA Bochum beträgt 11 Millionen Euro pro Jahr. Ach, dann ist das ja überschaubar. Geht aber schon. Ja. Ja, ist schon, ne, ist schon. Kann mal nachschlagen. Wofür hat ein AStA 11 Millionen Euro? Ja, für alles Mögliche. Das ist ja die Studierendenvertretung. Das ist ja selbstverwaltet. Ach so, das Semesterticket wird bezahlt auf rund 11 Millionen Euro. Ah, okay. Na gut, dann passt das. Das verwalten die auch. 15 Euro pro Student pro Semester. Alles Mögliche. Von Bildungsveranstaltungen, irgendwie Sozialberatung. Weiß der Geier, you name it. Alles, was klar, die, aber, was die machen. Aber 11 Millionen hört sich nach einer riesen Nummer an. Aber das ist quasi so ein Durchlauferhitzer. Das ist auch eine große Uni, ne? So ein Durchlauferhitzer für die Semestertickets ist, dann, okay, dann passt es schon. Ja. Und, ja, ich meine, aber natürlich 220.000 Euro Verluste mit einer einzigen Veranstaltung zu schreiben, das ist schon. Das schaffen die niemand in Göttingen. Das ist schon, da muss man. Entschuldigung. Da muss man sich schon anstrengen. Ja. In der Tat. In der Tat. Ja. Es ist eigentlich jetzt eine traurige Nachricht, die ich jetzt noch hinzufügen möchte in diesem Blog. Wir haben hier in Berlin einen Innensenator. Fangen wir mal so an. Wir haben hier in Berlin einen SPD-Abgeordneten. Der sitzt in Köpenick. Sein Wahlkreis ist in Köpenick. Der nennt sich Tom Schreiber. Weiß nicht, Renke beeilt sich. Kommst du gleich wieder? Ja. Ja, okay. Tom Schreiber. Und der hat ein Problem mit Linken. Wir haben hier in Berlin so das Problem mit der Rieger Straße. Was heißt Problem? Die Politik sieht darin ein Problem, dass es da ein selbstverwaltendes Haus gibt. Es gab letztens eine große Aktion, weil da wohl ein Polizist eine geohrfeigt bekommen hatte und das konnte der Staat ja nicht auf sich sitzen lassen. Das hat mit so einer 500-Mann-Aktion mit Hubschrauber. Ich wohne hier Luftlinie 100.000 Meter entfernt, keine Ahnung. Also es ist halt nah. Das ist echt ungeil, wenn du den ganzen Abend lang so ein Polizeihubschrauber dir über der Hütte rumfliegt. Also da hatte die Polizei mal demonstriert, was sie so kann. Also
trotz Personalmangel und weiß nicht was, hat man 500 Mann hochgefahren, SEK und Hundestaffeln und Hubschrauber und hat es den Linken gezeigt und hat irgendwie zwei Feuerlöscher geborgen. So. So. In diesem Kontext und überhaupt allem, alles, was so nach links so schielt, da die Polizei und schlimm. In diesem Kontext ist diese Meldung ein wenig, naja, fast 400 Neonazis in Deutschland sind womöglich untergetaucht. Dieses womöglich bezieht sich halt darauf, dass es mehr als 450 Haftbefehle gegen 372 rechtsmotivierte Straftäter gibt, die bisher nicht vollstreckt sind. 450 Haftbefehle. Das heißt, also Haftbefehle werden ja auch nicht irgendwie wie Freifahrtscheine verteilt, sondern das ist auch eher so ein das gibt man auch nur den besonderen Menschen, oder? Ja, also das gibt da so gesetzliche Voraussetzungen, ja, die erfüllt sein müssen, damit jemand in Untersuchungshaft kommt. Genau. Ja, also das heißt, das sind schon die schweren Jungs. Einer Tat dringend verdächtig sein, ja, und dann müssen noch Haftgründe hinzutreten, also Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, also wenn jemand irgendwie Beweise vernichten will oder so Quatsch. So, wenn da jetzt 450 Haftbefehle gegen Neonazis nicht vollstreckt sind, dann macht mir das ernsthaft Angst. Weil im ganzen NSU-Komplex, ja, und im ganzen whatever, da laufen nicht nur drei Hansel, sondern 370 Hansel rum, die gegebenenfalls auf Gaspistolen anfangs, was man irgendwie auf dem kleinen Waffenschein bekommt, über illegalen Schusswaffen hockt und Sprengstoff und Granaten, whatsoever. Und dann beschäftigt man sich halt lieber mit irgendwie ein paar Linken in der Riegerer Straße und jagt 500 Polizisten auf den Hals. Das ist schon echt ein bisschen krass. Vor allem hat man sich auch letztens noch dann drüber, was war das denn für eine Aufregung, als plötzlich die RAF wieder da war? Die RAF ist wieder da, um Gottes Willen. Deutscher Herbst im Winter. Ja. Also es ist echt unerklärlich. Also das ist mir ernsthaft unerklärlich, warum also da so wenig Ressourcen reingesteckt werden, um ein Drittel von davon wenigstens mal deckenfest zu machen. Aber wenn da wirklich 450 Haftbefehle nicht vollstreckt werden. So, da, also sorry, das kann ja auch nicht, also entweder ist das mit Absicht also, oder... Ja, Moment, also da muss ich jetzt mal ein bisschen relativierend eingreifen. Ja, mach das bitte. Das ist ein bisschen... Also dieses, da sind so viele Haftbefehle nicht vollstreckt. Das ist ein bisschen schwierig. Also das kann alles heißen. Das kann erstmal heißen, dass man einfach nicht weiß, wo sich jemand aufhält, weil ohne festen Wohnsitz oder umgezogen und nicht umgemeldet oder keine Ahnung was. Das muss jetzt sozusagen nicht mal untergetaucht sein, sondern einfach nur Glatze mit Mistgabel ist zu dumm, zum Amt zu gehen und zu sagen, übrigens, bin umgezogen. Kann das bedeuten? Also es sind sozusagen Möglichkeiten, die, das heißt jetzt nicht, dass die alle untergetaucht sind. Ja, sondern sollte man diese 400 nicht irgendwie finden oder dann, wiederfinden dann können? Heißt es, können ja, nicht verloren gehen. Es gibt aber noch eine andere Variante, die ich für wahrscheinlich halte. Es ist natürlich, es ist immer ein bisschen ein Problem, wenn sozusagen normale Journalie mit juristischen Begriffen um sich schmeißt. Nicht vollstreckt kann auch bedeuten, dass die Vollstreckung ausgesetzt ist. Was es nämlich gibt, ist, also es gibt halt Kriterien für einen Haftbefehl, wenn du ihn erlassen können willst, eben das, was ich gerade aufgenommen habe, also umrissen habe, sozusagen. Das heißt aber nicht, dass jemand, bei dem das vorliegt und ein Haftbefehl erlassen wird, dass der auch immer vollstreckt wird. Denn, jetzt stelle man sich vor, Untersuchungshaft, ja, da wird jemand weggesperrt. Das heißt, der kann nicht zur Schule gehen, der kann nicht zur Arbeit gehen, der verliert möglicherweise dadurch auch seine Wohnung und am Ende stellt sich raus, er ist unschuldig. So, ja. Das ist ein scharfes Schwert, mit dem der Staat da zuschlägt. Da muss man vorsichtig umgehen, deshalb muss die Maßnahme verhältnismäßig sein. Was man machen kann, ist bei Leuten, die Ersttäter sind und ansonsten sozial recht integriert, recht gut integriert, kann man entweder auf einen Haftbefehl verzichten, weil man sagt, Fluchtgefahr besteht nicht. Ja? Man kann aber auch sagen, wir setzen die Vollstreckung des Haftbefehls aus, sozusagen als etwas mildere Maßnahme und gibt dafür eine Auflage. Sei es Kaution, Geldbetrag hinterlegen oder du meldest dich jetzt jeden Tag bei der Polizei, dass du auch noch hier bist, ansonsten schicken wir die Kavallerie los und das kann, also diese Möglichkeit gibt es auch.
Und das ist auch gar nicht mal so selten. Das sind, wird jetzt nicht alle betreffen, aber man muss die Zahlen so ein bisschen leider ein bisschen kritisch also beleuchten. Also ich habe gerade die Tabelle offen mit allen. Ja. 400. Ja. Und ein Großteil ist da Strafvollstreckung, der Grund für den Haftbefehl. Ja, okay. Das bedeutet, die sind verurteilt worden. Also ein paar, dazwischen sind immer mal wieder Verfahrenssicherung. Oftmals. Ja. Und aber der Großteil sieht, und da gibt es noch Haftbefehl gemäß 456a StPO. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das genau heißt. 456a StPO. Muss ich auch kurz nachschlagen. Das ist Achso, Absehen von Verstreckung bei Auslieferung, Überstellung oder Anweisung. Ausweisung. Achso, ja, das ist, okay. Genau, die werden. Aber der Großteil ist hier Strafvollstreckung. Ja, Strafvollstreckung bedeutet, man wird, also im Normalfall, Kreti und Pleti, erste Mal vor Gericht, wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, war aber nicht in U-Haft, weil sozial gut integriert, keiner, muss man nicht davon ausgehen, dass der flüchtet. Dann, wird man nicht sofort, wenn das Urteil gesprochen wird, klicken nicht die Handschellen und man geht weg, sondern man wird dann irgendwann zum Strafantritt geladen. Und dem wird sich halt entzogen. So wie du zu einer mündlichen Prüfung geladen wirst. Ja, ist tatsächlich so, ja. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass die untergetaucht sein müssen. Das heißt einfach, dass sie die Strafe halt nicht angetreten haben. Also. Naja, also vielleicht nur ein Hinweis, also von diesen 400 sind tatsächlich nur 70 politisch motiviert offiziell. Ja, die Zahl würde ich auch wieder in Frage stellen. Ja, aber das ist so die Einschätzung der... Letztens, wie war das denn hier letztens noch? Haben sie irgendwo ein Hakenkreuz hingeschmiert auf... Du meinst das Auto der türkischen Familie? Ja, genau. Ja, da haben sie ein Hakenkreuz drauf gemalt. Ja, ein politischer Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Ja, genau, ein politischer Hintergrund kann ausgeschlossen werden und die Familie wurde darauf hingewiesen, das Hakenkreuz so bitte so schnellstmöglich zu entfernen, weil sonst ihnen ein Verfahren wegen der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen droht. Ja. Das ist schon so ein Denk so... Ja, genau. Lieber also, Polizist, vielleicht nochmal so einen Grundkurs mitnehmen. Also ich wüsste halt auch nicht, ob ein Richter das jemals, also ob der ein Richter, der hätte doch rausgelacht, wenn da die Staatsanwaltschaft damit gekommen wäre, oder? Hä? Die Staats, also der irgendein Richter oder Richterin oder Richter hätte doch die Staatsanwaltschaft ausgelacht, wenn die mit so einem Fall kämen, oder? So ein Verfahren wegen, weil die halt nicht schnell genug ihr Auto geputzt haben, was halt. Ja, es ist also. Ja, nee. Ja, das ist schwierig. Also. Okay, es kommt darauf an. So, es kommt darauf an, wenn die dann noch 3 Wochen damit rumgefahren wären, hätte ich es verstanden. Aber nach dem Motto, machen Sie es mal bitte morgen weg, sonst kommen wir morgen wieder. Ja, also genau. Ja. Man wird sicherlich sagen können, wenn die damit wochenlang rumfahren, dann, also, das ist halt schwierig. Das ist halt, man kann jetzt nicht auf den Tag genau das festnageln. Da müssen auch viele Umstände irgendwie dazu. Aber man kann aber sich tatsächlich vorstellen, dass man sich dann straffer macht, ja. Aber sorry, das ist aber auch einmal ein Hinweis. Als würde irgendjemand freiwillig mit dem Hakenkreuz durch die Gegend fahren. So. Klar. Es gibt einzig nur Hotels in Hamburg, die sich das freiwillig an die Wand malen. Ja, ich meine, warum auch nicht? Ist das keinem aufgefallen, in diesem Red is in Blue, dass die da Hakenkreuz an der Wand haben? Nein. Ich weiß nicht, muss ich da nochmal mailen. Nur mal das Feedback-Formular von ihnen ausfüllen. Ich habe ja in so einem 5-Sterne-Hotel. Nils, du hast gar nicht geschlafen da, ne? Also, nee, ich hab die Nacht durchgemacht. Ja. Ja. Und dann, naja, ihr wisst schon. Ja, und dann. Gefährliche Körperverletzung, nicht politisch motiviert. Verwendung von Verfassung. Der ist politisch motiviert. Beleidigung, nicht politisch motiviert. Aha. Na gut. Ja, ich hab ja mal erzählt. Wie können denn Neonazis gegen das 95 Aufenthaltsgesetz verstoßen? Wie wenn sie Ausländer sind und hier keinen Aufenthaltsziel haben? Österreicher! Wahrscheinlich eher nicht. Er ist wieder da. Ja, ich mach mal ein Fass hier drauf, aber mich schockiert diese Zahl irgendwie ein bisschen. Also, und vor allem, wenn man halt sich noch einen Hintergrund dazu guckt, wenn sie jetzt anfangen, immer mal wieder anfangen durchzuziehen, was so in den 90ern so.
aufs Kerbblech der Nazis an Toten geht, dann... Viel erschreckender finde ich, dass ja einfach jeden Tag mehr als, statistisch mehr als ein Flüchtlingsheim irgendwie angezündet oder sonst wie angegriffen wird. Oder auch nur Gebäude, von denen gerüchtet wird, dass da irgendwann in Zukunft mal Geflüchtete unterkommen könnten, theoretisch. Man weiß es nicht so genau. Man muss sich das noch genau überlegen, ob man diese Unterkunft nimmt oder was ganz anderes. Das war's. Und es werden Handgranaten. Letztens eine Hand, unfassbar, eine scharfe Handgranate haben sie in Villingen-Schwenning in Flüchtlingsheim geworfen. In ein bewohntes Flüchtlingsheim. Ja, also. Und das ist, da passiert nichts, ja, aber dann gibt es hier irgendwie Rangelei in der Rieger Straße und dann stacksen dann gleich mal irgendwie 500 hier Leute an, ja, und durchkramen Gebäude. Also, es ist völlig, völlig bizarr. Ja. Ja, naja, ich wundere mich auch, warum die Bundesstaatsanwaltschaft, ich bezweifle, dass die einzelnen Taten auf die Flüchtlingsheime abgesprochen sind, aber trotzdem, das Muster ergibt einfach, es ist ja klar, ich meine, insofern hängt der Vergleich natürlich ein bisschen klar, weil da hat man zumindest irgendwie, meint man gesehen zu haben, wie da Leute in das Gebäude geflüchtet sind oder weiß der Geier was, und man hat die sowieso schon längst lange auf dem Kieker, die da wohnen. In der Rigaer Straße, aber... Vier Stunden später? Nein, ich meine jetzt, man hat die sowieso schon länger auf dem Kieker, so im Sinne von Monaten und Jahre. Ja. Und das ist natürlich eine andere Situation, als wenn er jetzt sozusagen erstmal sich irgendwie so Einzelfälle kumulieren und man erstmal die erstmal einordnen muss. Das ist natürlich schon was anderes, das verstehe ich auch, aber trotzdem ist das nicht, wirkt das einfach nicht korrekt auf mich. Nee, aber mich wundert halt einfach, dass es einfach keine, weiß nicht, eine Sonderkommission beim Bundesgeneralanwalt gibt, der sich einfach die Fälle an sich zieht, weil das ist, die mögen zwar nicht abgesprochen sein übereinander, aber die sind trotzdem in einer Form organisiert durch Facebook, durch andere Netzwerke, durch Absprachen, durch Bürgerwehren, dass so eine Rotze zusammenhängt, die einfach auf dem Grund ermittelt gehört. Ich finde, diesen Fall sollte man den Rosenheim-Cops geben. Die vom ZDF? Ja. Ich habe die noch nicht gesehen. Sind die gut? Ja. Okay. Kommen immer nach volle Kanne morgens in der Wiederholung. Ja, wir machen den nächsten Podcast, den wir einfach volle Kanne nacherzählen. Und ich ahne schon, dass der mehr Hörerinnen hat als unser Dschungel-Podcast. Schon jeden Tag Berichterstattung zur neuesten volle Kanne-Ausgabe. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Apropos volle Kanne. Kommen wir mal zu den Schützen im Sauerland. Denen droht der Entzug der steuerlichen Gemeinnützigkeit, was ich eine sehr lustige Meldung finde. Weil da direkt der Hintergrund ist, dass in diesen Schützenvereinen laut deren Satzungen quasi nur Männer zugelassen sind. Also es gibt einen Ausschluss von Frauen als Mitgliedern. Und das Finanzamt meint so, ja, aber für eine Gemeinnützigkeit sollte ein Verein so mal so grundsätzlich der Gesellschaft, auch den anderen 50% nützen. Und das kann dann halt nicht gemeinnützig sein. Und die Schützenvereine so, what? Ja, das ist es. Schützen halt. Und die CDU-Politiker gehen schon auf Barrikade und können, das ist doch hier Tradition und und erhebliche Gewinneinbußen für die Schützen. Mit dem Motto, sorry, also nur weil dann, also das ist ein Schützenverein, das ist halt auch das Prinzip, man sieht auch darauf, dass der lokale Bauunternehmer dem Schützenverein irgendwas an Sachleistungen bietet, das ihm seine Steuerlast reduziert. Das ist einfach eine riesige Klüngelei auf lokaler Ebene. Und das in Meschede. Ich habe ja mit jemandem studiert, der aus Meschede kam. Der hat immer so gesprochen. Immer auch gewählt langsam und versucht Hochdeutsch zu reden. Es hat nie so ganz geklappt. Ansonsten haben wir auch einen Sauerländer, der hier ab und zu mal zuhört. Und mit euch am Wochenende wieder zum Wrestling geht. Ohne mich. Übrigens. Ich sag aber nicht, wer. Wer denn? Sag ich dir nicht. Sag ich nicht. Mach mal ein paar Sauerland-Witze, vielleicht kriegst du dann. Sauerländer. ja. Ist doch schon vegetarisch. Die Mühlenwalder Sauerländer, vegetarisch. Genau.
Ich habe meinen Tab verloren hier. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Die Meldung. Schön, ja. Ich habe die Meldung vorher im Trello wiederentdeckt und bin Tränenlachen wieder ausgebrochen. Ja, das stimmt. Und zwar ist auf der Hunsrücker Landstraße bei Emmelshausen, da ist den Autofahrern, wäre aufgefallen, da war ein Auto unterwegs. Das hatte nur 3 Räder. Weil das ein bisschen wackelig ist, hat sich der Besitzer gesagt, ich habe da noch so ein Rollbrett in der Werkstatt. Das klemme ich mal runter und montiere das mal mit ein paar Seilen. Und dann ist er wohl wirklich durch die Gegend gefahren mit so einem fucking... Vor allen Dingen, ja, die Seile hängen am Dachgepäckträger, damit es nicht wegrutscht. Mit so einem Rollbrett unter der Achse und durch die Gegend. Das Geile ist ja, was ich mir dann immer denke, wir finden das alles völlig, völlig bizarr, dass da jemand so rumfährt. Man sieht aber trotzdem immer noch, es funktioniert ja. Also das ist jetzt, ja, das finde ich immer ganz erstaunlich. Eigentlich ist das ja irgendwie, dann denkt man so, nein, oh Gott, hier Tod und Verderben. Aber der konnte da ja offensichtlich eine gewisse Zeit lang mit rumfahren, ohne dass da Menschen zu Schade gekommen sind. Das finde ich ja noch immer sehr erstaunlich. Und das ist vom anderen Menschen nicht aufgefallen ist. Lernt mich auch ein wenig Demut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Schönste ist, dass die Beamten den Eindruck hatten, dass dem Mann nicht klar war, warum sein Reifen nicht so funktioniert. Straßenverkehrstauglich sei. Ja, das ist so wie die, so ein bisschen wie die Frau mit dem Pizzabrötchen. Noch lustiger ist, wenn der Typ noch sein Kennzeichen auf dem Kopf gedreht hätte. Habt ihr das übrigens kann man auch in den Kommentaren. So halb. Ich habe irgendwie erstmal ein Kennzeichen mitbekommen. Was war das? So, das sind die Reichsbürger, die haben den neuesten Trick. Dass man, wenn man sie, die könnten sie drehen ihr Kennzeichen auf den Kopf, um quasi dagegen gegen den Staat zu protestieren. Ah ja. Und zu Polizisten so, Leute, habt ihr den Schuss nicht weg? Da steht doch extra in der Straßenverkehrsordnung, wie das Ding zu mutieren sei. Ja, da steht da nicht drin. Und dann, wenn man die passende Stelle zitiert, heißt es wirklich darin, wie das Ding also auch richtig rum mutiert sein muss. Ja, das ist. Übrigens, man kann in den Kommentaren des Beitrags lesen, dass es in Russland üblich ist, das so zu tun. Und auch der Kommentarschreiber sieht darin kein größeres Problem. Wenn man nicht zu schnell fährt. Wenn man nicht zu schnell fährt, ja. Also solange man sich halt an die Straßenverkehr, also an die Schilder, also ja, aber in Russland fährt auch alles. Also der Verkehrsgerichtstag Deutschland hat jetzt übrigens hat dem Gesetzgeber empfohlen, so muss man sagen, eine Regelung für Dashcams zu erlassen. Ich hab, wo wir gerade bei Russland sind. Ja, aber so lustigerweise, die sind ja gar nicht erlaubt in Deutschland. Nee. Also sie sind datenschutzrechtlich problematisch. Ja, das gefällt mir sehr gut, diese Aussage. Aber so ganz viele Taxis mittlerweile fahren in Berlin mit den Dingern schon rum. Ja. Und das finde ich ganz lustig. Und ich hätte gerne so einen Fernsehsender, der irgendwie die live zusammenschneidet. Und einfach so the best of Wahnsinn der Menschheit. Problem ist da vor allem das Persönlichkeitsrecht der anderen Verkehrsteilnehmer, weil jemand wird einfach aufgenommen, ohne dass er da irgendwie zustimmen konnte. Aber was ist, wieso ist es dann bei Überwachungskameras auf der Straße nicht? Das ist genauso problematisch. Ja, verstehe. Nur, dass die halt immer nur einen speziellen Teil ausleuchten, du vielleicht auch noch ein Schild aufstellst oder so, das ist halt eine ähnliche Problematik und ja. Das ist auch jetzt nicht so ganz so einfach. Man kann auch nicht überall einfach so Video überwachen. Aber hier ist es halt besonders problematisch, weil du halt einfach durch die Gegend fährst und einfach alles aufnimmst. Was man jetzt machen könnte, was die intelligente Art und Weise ist, es gibt auch wohl einen Hersteller, der macht das so, der nimmt auf und nach 30 Minuten wird alles gelöscht. Also es sind immer nur die letzten 30 Minuten existieren und wenn du jetzt einen Unfall hattest, drückst du auf den Knopf und dann sichert er das. Ja. Das hört sich in der Tat sehr klug an. Genau. Muss man halt nur das auch können, weil das gibt es auch wohl bei der BVG das Prinzip so, dass einfach die letzten 48 Stunden behalten werden und dass auch trotz Straftaten, die da passieren, dass auf so Bänder auch mal verschwinden, weil ja. Keiner auf den Knopf drückt. Ja, aber das ist zu begrüßen, dass Bänder. Es da eine Regelung geben sollte. Das wäre Bänder, ja, ich glaube, die machen wie ich Bänder. Ja. Übrigens, apropos Bänder, ne? Wie ist es im neuen IC2, wisst ihr das? Wie ist es da mit den Sitzplatzanzeigen? Wie werden die eingespeist? Also ich meine, dass es diese Disketten gibt es nicht mehr, sondern die werden tatsächlich über
Funk eingespielt, aber die genauen technischen Details kann ich dir exakt aus dem Kopf nicht runterholen. Ich weiß auch nur, ich weiß aber jedenfalls, dass es nicht funktioniert bisher. Also genau, es gibt Probleme damit, das weiß ich auch. Und wir sind ja mit dem, saßen im Jungfernzug, hatte ich ja schon mal erwähnt. Du saßt drin, ja. Ja. Wir nicht. Da, und da haben sie, da war das nicht dran, dachte ich, naja gut, kann mal passieren, nämlich erste Fahrt und so, aber dann habe ich es, als wir zurückgefahren sind, sind wir ja, ich bin erst nach Hamburg gefahren und bin wieder ein Stück IC2 gefahren. Poser. Und dann, da ging die auch nicht. Und dann, als wir nach Berlin gefahren sind wieder, haben wir auch mal einen gesehen, wo die auch nicht funktionierten. Also fragt man sich ein bisschen, wenn das wirklich Funk ist, warum man nicht vielleicht auch eine USB-Variante zwischenschiebt, die auch geht, aber gut. Müssen wir mal so näher kompliziert. Aussehen. Das Diskette halt. Apropos so kompliziert, ja. Kommen wir nochmal zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Die Wahl selber interessiert uns gar nicht, weil Sachsen-Anhalt ist einfach so diese Brachfläche, durch den der ECE fährt, und mehr Relevanz hat dieses Bundesland auch nicht. Kürzel SA. Nicht mal hält, haha. Ja, und nicht mal hält, doch. Richtig. Kürzel SA, alles gesagt. Ja, so. Und da hat die Landesregierung... Was jetzt nicht heißen soll, dass alle Sachsen-Anhaltiner Nazis sind. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ein Großteil. Ja, das kann man, ja, das glaube ich, ja, fast alle, würde ich sagen. Ja. Aber halt nicht alle. Das wäre übertrieben. Ja, genau. Die Passagiere, die sich gerade in Sachsen-Anhalt befinden, weil sie im ICE durchfahren, sind halt keine Nazis. Also auch da nicht der Großteil. Aber ja, aber vielleicht gibt es auch... Also, hast du mal hier ein Stromkabel für mich? Ein Stromkabel? Ja. Mit diese Quoten nicht Nazis. Ja, hier greift ihr da rein. Ja genau, und die Landesregierung meinte so, ja, wir haben da so noch so 20 Jugendliche, die müssten wir mal motivieren, zur Wahl zu gehen. Wir machen ein paar Plakate. So vor den beliebten Stellen, so vor dem Lidl oder vom Tankstelle oder vom McDonalds-Parkplatz, wo sie sich dann mit so einem Samurai-Schwert dann gegenseitig mal massakrieren. Dummerweise haben sie das auch in Chemnitz geschaltet, und auch wenn Geografie in der Schule ein bisschen länger her ist, Chemnitz liegt nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in Sachsen. Und da hingen dann plötzlich Plakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Wie nur? Naja, ganz einfach, weil die Werbeagentur, die lieben Kollegen, halt wollten, dass in Chemnitz Sachsen-Anhalt geschallert haben, diese Plakate. Chemnitz in Sachsen-Anhalt wird mit K geschrieben und nicht mit CH. Und das sorgte für ein kleines Verwechselspielchen. Ja, das kann schon mal passieren, wenn man halt irgendwie den ganzen Tag koksend den Agenturhund streichelt. Ja. Dann beißt er einem schon manchmal so, ich würde mal sagen, ins Rechtschreibzentrum. Aber warum gibt es ein Chemnitz mit K in Sachsen-Anhalt und eins mit CH in Sachsen? Ja, was weiß ich denn? Es gibt auch viele Orte, die Teekesselchen sind. Es gibt auch Wilmersdorf in Berlin. Ja. Oder Dahlem oder so in ganzen Orte. Spandau. Das Dallas von Berlin, habe ich gelernt. Spandau? Ja. Gibt's da Öl? Nee, aber das sagt immer der Checkpoint morgens. Jedes Mal, wenn der Spandau kommt, in Klammern, das Dallas von Berlin, Klammer zu. Finde ich immer ganz lustig. Ja, das war's. Also mehr habe ich jetzt nicht mehr in der Rubrik hier. Wir können jetzt einfach mal, komm, wir machen Konsum mal. Wir machen ein bisschen Konsum. Konsum? Konsum, ja. Und zwar, mein. Hast du nicht, haben wir nicht einen Einspieler für? Für Konsum? Ja. Nee, für Konsum haben wir keinen. Okay. Tut mir leid. Wir haben doch noch irgendwie noch Fragen, Dings? Nee, das ist was anderes, genau. Es kommt noch, aber wir haben keine. Nee, ja. Nee, Bahnfragen. Nee, haben wir keine bekommen. Nee. Tut mir leid. Ja, haben wir nicht. Jetzt ist Cornelius enttäuscht. Er hat den ganzen Weg auf nach Hause umsonst gemacht, weil er erwartet hat, dass es Bahnfragen gibt. Ja, nee. Sonst wäre ich gleich nach Hause gefahren, dann wäre ich unter der Brücke geblieben, aber für euch. Ich hätte einfach die Nacht wieder durchgemacht und morgen früh am Hannoveraner Bahnhof auf dem Weg zur Uni mit der alten Oma das Taxi. Ich lebe einfach in Zügen, normalerweise. Ja. Und zwar, unser Kauftipp diese Woche, wir hatten ja in der letzten Sendung hatten wir ja... Gibt es da einen Affiliate-Link dafür? für Indiegogo? Ich weiß es nicht. Das ist aber kein Kauftipp. Wenn es das nicht gibt, ist kein Kauftipp. Ach so, nur was uns Geld bringt. Wir sind da wie Bibi's Beauty Palace. Ja. Wir hatten ja letztes Mal dieses Hitler-Spiel. Ja. Und dieses Mal haben wir das schöne Produkt Virtual Dolls. Also Dennis hat das, ne? Das ja.
finde das, ich weiß nicht, ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll. An Adult VR Game Controller. Und zwar ist das so ein Schaumstoffding, sie mit Loch vorne und einigen Motoren und auch Vakuumfunktion, in dem man seinen Löris reinstecken kann. Und wenn man passenderweise dazu noch die VR-Brille angezogen hat und das Spiel, dann kann man halt dort ist quasi sowas wie, also Dennis will sagen, Oculus Rift plus Ficken. Nee, plus Gummipuppe. Plus so. Gummipuppe, ja, aber mit Hydraulik und so Zeug. Habt ihr die neue Staffel Tatortreiniger gesehen? Nee. Ja. Ja. Großartig. Dennis, mach mal. Ja, gibt es eine sehr schöne Folge, die auch dieses Thema so ein bisschen aufgreift. Ja. Auf jeden Fall dieses Produkt, was es für $199 plus Versand gibt, dass man auch im das Discrete Shipping gibt, das ist halt allein die Gipsränke, die sind auch super, oder? So, es geht halt darum, du nagelst halt dieses Ding sie und da kommt noch so sind noch Zeug drin und dann kannst du halt mit VR kannst du halt virtuelle Frauen nageln. Mit der zusätzlichen, und das ist quasi Erweiterung, ist, dass man echte Pornos durch quasi diese Real-Life-Komponente ergänzt. Das heißt, du siehst die Frau, also, oder das die Frau. Und was du sehen willst, halt, kann ja auch ein Ego sein. Ja, also du siehst auf der VR-Brille in 3D, die Frau kannst dich mit dem Kopf bewegen und du hast unten dieses Ding sie an deinem Penis, was dann halt die passenden Saug- und Vibrations- und Handbewegungen macht. Ja. Überlegt, also, das Foltergerät, ehrlich gesagt. Also ja, das sieht eigenartig aus, aber seien wir mal ehrlich. Da gibt es eine Fehlfunktion. Ja, ich sag doch, Tatortreiniger. Das ist so ein bisschen wie damals diese Doktorarbeit zum Thema Kobold und das die Leute. Ja, aber das ist so ein bisschen, also ich sag mal so, es musste soweit kommen. Das ist sozusagen der Anfang vom Ende. Einer langen Entwicklung hin zum Holodeck. Ihr müsst es auch ganzheitlich begreifen. Wenn ihr Star Trek Deep Space Nine gesehen habt, dann kann man sich bei Quarks, in der Bar auf der Raumstation auch Holosuiten mieten. Oh. Ja. So. Ich versuche mir hier gerade einzudenken, ist das nicht irgendwie total bescheuert, wenn man da nur in der Körpermitte eine echte, halbwegs möglicherweise echte Gefühlswelt hat, also physikalisch ein Gegenstück vorhanden ist, aber du kannst greifst du ins Leere. Die Einsätze kannst du ja noch austauschen. Es gibt da sechs Texturen, heißt es so schön. Aber du hast ja nur dieses Gerät. Ja, ich meine, aber keine Schultern zum Beispiel. Da baue ich dieses Gerät in eine Puppe rein. Nee, das Gerät hältst du, hat zwei Handgriffe, das hältst du quasi vor dir fest. Wie so ein Einkaufswagen, so ein bisschen. So hältst du den fest. Und so dafür sind diese seltsamen Ohren. So Fahrradlenkermäßig, dran hältst du fest und dann kannst du halt auch selber damit Halt abhalten. Vor allem diese Texturen, das ist ja keine menschliche, also das bildet ja noch nicht den menschlichen Innenraum ab, oder? Ich kenne mich da ja nicht so aus. Also es ist auch, ich muss mal sagen, wie lange geht das keine noch? Keine Ahnung. Die brauchen $20.000 und die haben in den letzten 5 Tagen $7.000 erhalten. Also haben noch 35 Tage Zeit. Das sieht aus wie eine Melkmaschine von innen, glaube ich. Oh ja, da gibt es noch ganz... Aber gut, das ist es ja auch. Musik ist auch schön im Film. Ich bin dafür, dass wir das Thema irgendwie wechseln. Weil das ja, auf jeden Fall, die wichtigste Frage in einer FAQ ist, that hole looks very small, will I fit? Yes, you will fit just fine. Ja. So viel zum Thema. Und es gibt ein SDK. Also auch für die Entwickler. Und es haben nur Dudes natürlich entwickelt. Das Sex-Doll-Kit-SDK. Ja. Boah. Ja, jetzt muss ich. Also, I'm not convinced, um mal unseren ehemaligen Außenminister Ottfried Fischer zu zitieren. Von den Grünen. Kennt man. aber. Fleischhof. Sollen sie doch tun. Ja, so viel dazu. Apropos virtuelle Reality. Ich habe etwas gekauft. Und zwar eine virtuelle Sexpuppe. Nee, gar nicht. Aber ich habe ähnlich viel Geld dafür gelassen. Und zwar die neue... Bestimmt nicht so viel wie ich.
Ich bitte gleich um diese tolle Geschichte. Aber ja. Also die neue Apple TV ist seit wann draußen? November oder so? Weiß ich gar nicht. Und jetzt war es dann im Januar endlich soweit, dass ich losmarschiert bin an einem kühlen Samstagvormittag im Januar und habe mir die neue Apple TV gekauft. Habe die alte natürlich auch verkauft, weil ich bin ja nicht Krösus. Und habe die benutzt. Und da wollte ich mal, das ist irgendwie, ich meine, das ist einfach so ein, ich glaube, so ein reicher Schnösel, der wohnt, glaube ich, im Grunewald. Ich bin aber nicht. Ach so. Bin ich so ganz sicher. Jedenfalls habe ich die benutzt und wollte mal ein bisschen mit euch drüber reden, weil ich, ja, wie soll man es, also ich bin einerseits ganz glücklich und auch überrascht und dann auch wieder ein bisschen unglücklich, aber wir können dann mal nach und nach, habt ihr das Ding, du hast es nicht, Dennis? Ich hab's nicht, es wurde mir schon vorgeworfen, dass ich es nicht hätte. Ja, zu Recht. Ja. Ich habe das reflexartig gekauft, wie immer, aber hast sehr viel Geld dafür ausgegeben. Also die große Variante habe ich genommen, die kostet 229 Euro, was unverschämt teuer ist. Ja, warum hast du die große genommen? Wie viel Speicher hat die? 64 Gigabyte. Was willst du alles drauf tun? Also ich habe die kleine genommen, das Geld steckte woanders. Was? 64 Gigabyte? Ja. Das sind doch zwei HD-Movies maximal. Nee, ja, HD-Movie ist 5 Gigabyte groß. Außerdem werden die nicht drauf gespeichert, nicht wirklich. Aber warum hast du die große gekauft? Was soll da alles drauf? Wiederverkaufswert, erstens. Wenn die neue kommt, kann ich die verkaufen. Und 64, also die großen Geräte lassen sich immer besser wiederverkaufen. Das ist auch eine Investition in die Zukunft. Und für deine Kinder. Und nein, nee, jetzt ganz im Ernst. Dann ist es viel besser. Die Bildung deiner Kinder finanzierst du über Apple-Geräte. Besser abzugraden. Nee, wirklich, das geht einfach besser. Und ich will so viel Speicher haben, wie es geht, weil dann muss ich halt, also dann stellt sich die Frage nicht, was will man da drauf tun, sondern die Frage ist, was will man da nicht drauf tun? Also so muss man dann eher sortieren. Also ich habe die kleine gekauft, weil ich das eine relativ üble, wie nennt man das? Upselling-Geschichte ist. Weil wenn man die große kauft, dann macht das allerhöchstens dann Sinn für viele, viele, viele Spiele. Ja. Und ansonsten ist das also eigentlich ein einziger Hack, um da noch einen Preispunkt zu haben, den keiner braucht, finde ich. Ja, ich spekuliere auf ein bisschen auf die Spiele, ehrlich gesagt. Na gut, gibt's also da bisher ist da nicht ja. viel da. Aber naja, sind so die iPhone-Spiele sind portiert, die sind recht schön, aber richtig große Spiele, die so ein bisschen so halbwegs Richtung Konsole qualifizieren. Nee, es gibt ja auch die Regel, dass du erstens als Spiel laufen musst mit Fernbedienung. Ja, und zweitens darf die App nicht größer als 200 MB sein. Das ist zwar kein Problem, weil das Konzept vorsieht, dass du halt in Chunks nachladen kannst. Genau, also im Prinzip werden Spiele Steam gestreamt, wie Filme. Ja. Man könnte also auch komplexe und große Spiele schon bauen, halbwegs. Ja, genau. Das wird doch kommen und jetzt sagt man sich, das soll man mit der Fernbedienung spielen. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, die sieht ein bisschen anders aus jetzt, hat oben so ein Touchfeld und unten ein paar Knöpfe. Das ist kein Controller, ja, das kann man einfach nicht sagen. Und es gibt auch Controller von Drittanbietern dafür zu kaufen, die dann so Xbox-artig aussehen, womit man halt einen richtigen Controller hätte. Fragt man sich, wie soll denn alles damit zu spielen sein? Macht das nicht den Spielfluss kaputt? Ja, könnte man erst denken, aber zum Beispiel bei Rayman ist das ganz gut umgesetzt. Dieses, was ist Adventure, Jump and Run, irgendwas dazwischen. Da ist es nämlich so, wenn man den Controller hat, dann hat man so ein ganz normales Adventure und kann das einfach ganz normal benutzen. Links, rechts laufen, hochspringen, irgendwie Sondertaste drücken, irgendwas. Und wenn du das mit der Fernbedienung spielst, dann kannst du nur im Wesentlichen so ein paar Kleinigkeiten steuern. Also wann hüpft er und so weiter. Hat man quasi in einem Spiel verschiedene Spielmodi integriert, sodass es den Anforderungen genügt. Und Von Apple gibt es direkt keine Controller, richtig? Nee, gibt's nicht. Okay. Nee. Kannst du dann auch so Xbox-Controller anschließen? Nee. Wir müssen einen eigenen Standard sprechen. Okay. Genau. Und außerdem hat Microsoft nicht so viel Interesse daran, dass es funktioniert. Ja, das glaube ich. Die Xbox-Controller sind ja schon einer der besseren. Ja, die kann man auch wohl aufbohren. Also ich habe auch schon Online-Leute gesehen, die das irgendwie sich zurechtgebaut haben. Oder dabei waren oder so. Naja. Wir können mal direkt mit den Spielen anfangen. Ich erwarte mir da durchaus, dass da irgendwann schöne Spiele drauf zu spielen sein werden, weil die Hardware es eigentlich auch zulässt. Gut, da wird jetzt sicher nicht irgendwie hier, wie heißt das neueste Fallout 28 in High-End drauflaufen können, aber so einfachere Sachen allemal.
und auch große Spiele, ja. Und das muss ja nicht mal unbedingt sein, dass die grafisch so brillant sein sollen, obwohl die. Die müssen ja grafisch und ja nicht so krass brillant sein, weil genau. du so ein paar Effekte mit reinrechnen kannst, wie der Monitor ist zwar groß, der Fernseher, aber die Leute sitzen trotzdem nicht halt 20 Zentimeter davor, sondern du kannst halt. Man kann da gut optimieren, glaube ich. Und glaube mit dem A8, der jetzt irgendwie auch nicht der schlechteste Prozessor ist. Da ist schon, da ist schon Wumms drin. Also ja. Das ist schon deutlich, deutlich über, was ist das, Nintendo-Dingsbums, was alle hatten, also deutlich über Wii-Niveau. Ja. Ist das nicht sogar schon ältere PlayStation-Niveau? Also das sieht schon echt ganz ordentlich aus. Ja, also und was, und dann hatte ich noch die, dann da hoffe ich nach wie vor, dass das noch cool wird. Wobei ich da auch keine großen Zweifel habe, dass es da irgendwann gute Spiele für geben wird. Groß im Moment ist halt noch ein bisschen mau. Und dann ist die Sache, naja, dann gibt es halt so viele kleine Games, ja, so Sachen portiert vom iPhone, vom iPad, die man dann mit der Fernbedienung auch spielen kann. Und dachte ich mir, ist das nicht scheiße, wenn man da sitzt und so ein Spiel, das man eigentlich auf dem iPhone spielt, dann irgendwie auf dem Fernseher hat und man tippt nur so ein bisschen, so dieses Casual Gaming, ja, ist das, macht das Spaß? Und stellt sich raus, das macht tatsächlich Spaß, also mir zumindest. Und ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum, aber das ist irgendwie so ganz angenehm. Man hängt irgendwie so auf dem Sofa ab und drückt irgendwie halt ganz lässig in einer Hand diese Fernbedienung und spielt irgendwie so lustige Spiele à la, du musst jetzt den Helikopter durch den Tunnel steuern und darfst nicht oben und unten anstoßen. So Flappy Bird Style. Genau. Ja. Crossy Road, ja. Genau, das funktioniert, also für mich funktioniert das erstaunlich gut. Das hätte ich nie gedacht. Und ich mache das tatsächlich abends ganz gerne mal. 10 Minuten noch irgendwas spielen, ins Bett gehen. Und ja, dass Apple diese Spielefunktion jetzt drin hat, ist auch eher doch, also daran jetzt geschuldet, dass sie im Zweifel sich auch gegen so eine Xbox anstinken müssen, weil auch die Xbox oder so eine PlayStation von sich behauptet, die Heimzentrale im Wohnzimmer zu sein. Über die du halt. Das ist ja auch nur ein low-hanging fruit eigentlich, ne? Du hast die Plattform, wo man Spiele schreiben kann, du hast Spiele, da ist fast alles schon da. Ja. Das stimmt. Und ich glaube, dass, also sie haben halt lange gewartet, weil das Ziel waren gar nicht Spiele, sondern das Ziel war irgendwie ein neues Streaming-Angebot zu bauen, wo man irgendwie für $40 in den USA alle Kabelsender kriegt. Aber das konnten sie einfach nicht aushandeln. Und dann haben sie es halt so auf den Markt gebracht mit diesen Low-Hanging Fruits. Finde ich ein bisschen schade einerseits. Andererseits wäre es eh nicht nach Deutschland gekommen als erstes. Deswegen ist es ganz schön, dass die Plattform jetzt einfach auch einfach so an Fernseher geklumpt werden kann. Oder in meinem Fall, ich habe halt den Beamer dran, deswegen ist es ein bisschen anders. Ich mache den Beamer halt sehr gezielt an, um da auf Serien zu gucken oder andere Medien, aber nicht so, um casual zu spielen. Das fühlt sich dann so irgendwie, das ist dann auch zu groß, weil das sind dann irgendwie 3 Meter. Ja, stimmt. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, da ist das anders. Ne? Dennoch ganz schön. Also auch schön, einfach so ein Gerät zu haben, wo verschiedene Medien-Apps drauffallen können. Klar, das kennt man auch schon vom Fire TV, aber es ist einfach mal eine solide Plattform und das ist schon ganz nett. Leider ist es so, wir haben jetzt die, also es gibt ja nur eine ZDF-Mediathek, ARD mit Umwegen und das ist alles Rotzqualität. Warum? Was heißt denn mit Umwegen, bitte? Es gibt eine Drittanbieter-App, die die Inhalte da reinschmeißt und es gibt wohl noch eine App, wo du dir die Links aus dem Netz suchen kannst und sie dann einfach abspielen kannst. Aber genau. Es gibt keine offizielle ARD-Mediathek-App, wohl aber die ZDF-Mediatheken-App. Genau. Und kommt, ich glaube, Arte ARD, war schon länger dabei. Von der ARD kommt es aber noch. Also und die Privaten, ja, aber die Privaten wollen nicht. Die wollen nicht? Nee. Warum nicht? Die können doch auch da Werbung spielen, oder? Ja, die wollen aber bisher nicht. Man sei noch unentschlossen, hieß es zumindest bei RTL. Das wundert mich, weil wir hatten das beim Dschungel, das Problem, dass ich auf meinem Fernseher hätte ich gerne diese Now TV App einfach mal installiert oder von meinem Fire TV Stick. Ja. Ich habe ja, hätte ja akzeptiert, dass da Werbung läuft. Das tue ich ja im Internet ja auch. Ja. Die Now TV funktioniert ja nicht, wenn du mit Adblocker da surfst. So funktioniert ja nicht. Deswegen akzeptiere ich die Werbung. Ich bin ja, und so krass war die Werbung jetzt ehrlich gesagt auch nie wirklich. Das waren die 2, 3 Spots. Warum das nicht auf dem Now TV ist, das ist doch die. Haben die etwa Angst, dass ihnen quasi das lineare Fernsehen kannibalisiert? Nee, ich glaube, die. Ja? Ist das vielleicht ein Bandbreitenproblem? Also weil das, was da aus der Now TV App rausfällt, aus der App rausfällt, ist halt einfach hundsmiserable Qualität. Das stimmt. Und das fällt am Rechner nicht so auf, weil du bist es eh gewohnt. Aber wenn du es jetzt wirklich auf dem Fernseher guckst, würde wirklich auffallen, dass das so komplett zermanschter Mist ist. Was mich total stört am Rechner, weil es mir auffällt. Und Das ist natürlich alles machbar, kostet aber schon Geld. Ich kann auf RTL Now über unseren Kabelreceiver zugreifen. Und selbst da fällt nicht mal HD raus. Genau. Also das finde ich schlimm. Und das ist das, was ich auch meine, ZDF-Mediatheken-App hat irgendwie auch eine ganz komische Qualität bei den Sachen, die ich geschaut habe. Findest du? Also ich finde das ziemlich gut.
Also da, ich habe jetzt letztens diese komische Breaking Bad auf Deutsch-Serie, wie heißt das Ding? Noch ein, nee, morgen höre ich auf. Ja. Das war nicht mal SD, da kam nicht HD raus. Da kam nichts raus, was der Qualität vergleichbar ist, die zum Beispiel also Netflix oder Apple oder andere auf dem Gerät machen. Also einfach 1080p. Ist da also nicht da, keine Ahnung, ich kann nichts einstellen. Warum also die ZDF-Mediathek hat HD auch, glaube ich, nur in Ausnahmefällen. Die haben HD eher so als Bonus-Feature. Also die hatten HD immer dann drin, wenn es zum Beispiel dieses Deutschland von oben gab. Dann haben sie explizit beworben, wir haben jetzt auch mal HD in der Mediathek angemacht. Aber war, warte mal, war Schulz und Böhmermann in HD? Nee. Nee? Also nicht in der Mediathek. Nee, habe ich auch geguckt, das war auch nicht gut. Okay. Ich habe auf YouTube extra geguckt, um das in HD, weil es ein Sat-Rip war, also ein Fernsehrip. Ja. Aber Mediathek ist definitiv, es ist vielleicht etwas mehr als SD, ja. kann ich mir gut vorstellen, aber es ist niemals 27. Ja gut, aber das halte ich dann im Endeffekt auch eigentlich nur für eine Frage der Zeit. Also, ja, aber ich fürchte wirklich, das ist eine Frage des Delivery-Netzwerks, oh Gott, Delivery-Netzwerks, dass sie einfach die Sachen auch bezahlen müssen, dass das ordentlich mit Wumms auch ankommt und das noch ein bisschen scheuen wohl. Kann ja, aber wir bezahlen ja dafür. Na ja, klar, aber trotzdem musst du das mal machen. Ja, ja, aber das ist doch, ich sag Netflix auch nur eine Frage geben. Der Zeit, weil das verschiebt sich ja einfach immer mehr in der Nutzung. Ja, das heißt Frage der Zeit. Ich meine, Serienstream auf dem Apple TV mache ich jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren. Ja, das ist schon ganz viel Zeit vergangen. Das ist alles nicht so perfekt, wie man das gerne hätte, ist ja völlig klar. Ja, und Netflix sendet schon in 4K. Ja, also, ja. Netflix kriegt es ja auch irgendwie hin. So. Ja, aber ich verstehe es, okay. Man muss natürlich auch sehen, das darf man auch nicht vergessen, wenn man halt so irgendwie hierarch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dann kann man auch nicht einfach hingehen und sagen, so, wir machen jetzt hier HD, komme, was wolle und wir scheuen keine Kosten, weil dann hat man sofort wieder irgendwelche komischen Bedenkenträger da, die einen erstmal und Presse, womöglich auch noch, die einem dann wieder die Hölle heiß machen, weil man hat ja das heilige Gebühren, das ist übrigens Beiträge sind, das heilige Beitragsgeld verbrannt. Für nichts und wieder nichts. Damit ein paar Nerds Sendungen in HD sehen können. Geht's noch? Sollen die sich eine Blu-ray kaufen? Also, da muss man sich auch mal, also die, ich glaube auch, Menschen, ich glaube ja. auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen waren schon sehr also mit sehr Elan hinter HD hinher. Das Problem ist nur, dass sie sich fürs falsche HD entschieden haben. Ja. Das ist halt auf der EBU-Ebene, also der European Broadcasting Union, hat mich auf den technischen Standard des 27P 50 entschieden. Nee, 27P 50, genau. Während alle andere Welt vom Pay-TV-Sender sich gesagt haben, die Fernseher können Full HD, können wir aber auch Full HD senden, also 1080 ja. i 50. Weil du willst es interlaced haben und keine Halbbilder. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben da ein gutes Argument auf ihrer Seite, und zwar Sport. Das sieht mit I nicht so geil aus wie mit P. Mhm. Aber das ist jetzt so eine technische Diskussion. Ich kann sein, dass ich mir gerade die Buchstaben fesseln, deswegen haut mich bitte nicht. Aber die Öffentlich-Rechtlichen argumentieren halt damit, dass Halbbilder wesentlich eleganter bei Sport ist. Aber ist nicht diese ganze IP-Geschichte eigentlich Quatschkram, sobald es komplett digital übertragen wird, willst du doch einfach progressive Bilder übertragen. Weil sobald du anfängst, Halbbilder zu machen, hast du auch eine ganze Menge Hässel am Kopf, weil du das erstmal ordentlich aufnehmen, verbreiten und wieder darstellen musst. Und die Fernseher sind halt P. Ne? Also ja, bei Interlace kommen die Zeilen abwechselnd und das klappt ganz gut auf einem analogen Röhrenfernseher, wo die Zeilen auch abwechselnd aufgebaut werden. Bei einem normalen Display hast du aber einfach immer ein Bild. Aber ich kann mich erinnern, irgendwas war da mit Sport. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt... Aber das ist vielleicht eine Sache für die Kommentare, weil darum soll es auch gar nicht gehen. Das ist auch viel zu technisch. Ja. Ich muss noch kurz heulen, weil es zu teuer war. Ja, heul mal kurz. Ja, weil Apple TV angeschafft, kein optischer Ausgang für Ton. Mein Verstärker aber hat nur einen optischen Eingang für 5.1-Ton. 5.1-Ton wichtig für Beamer und schön. Denkt man, ja gut, da gibt es ja diese lustigen SPDIF-Stripper, die steckt man halt ins HDMI-Signal, die machen dann daraus irgendwie optischen, also ne, so wie früher, mit diesem rot leuchtenden Lichtlein, gibt es für 20€ bei Amazon und funktionieren alle nicht. Haben Aussetzer, machen aus dem ganzen Kram Stereo-Signal, passt hinten und vorne nicht, also was macht man dann? Muss ein neuer Verstärker her, der aus HDMI dann sich selber das richtige Tonsignal rausfischt. Kostet leider 500€. Konnte man sich mit Mitbewohner teilen, aber war ziemlich doof.
Ah, jetzt verstehe ich. Weil Apple aus irgendwie, wir sind mal konsequenter, machen diesen optischen Ausgang weg, obwohl Platz gewesen wäre hinten dran, weil das Ding ist ja auch noch höher als das alte. Ja, größer als das alte. Ja, ist auch genauso breit, hätte man exakt an der gleichen Stelle auch einen Anschluss hinbauen können. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein alter Gammelanschluss ist, wie vielleicht jetzt so ein Klinkenstecker, der mal überwunden werden muss, sondern es ist ein ganz okayer Standard, der echt gut funktioniert, keinem wehtut und einfach auch nichts kostet. Ja, aber wir können glücklich sein, es hätte auch einfach USB-C sein können, dass er immer rausfällt. Also ich möchte noch... Ja gut, aber ja. Die Entscheidung ist halt einfach kacke. So. Ich komme noch mal kurz auf der PI-Sache nochmal, ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Also, und zwar, die Öffentlich-Rechtlichen setzen auf 27p, weil das mit 50 Vollbildern pro Sekunde sendet, während 1080i wegen der Bandbreite, damit man halt mehr Pixel gleichzeitig darstellt, mit 50 Halbbildern, die wiederum vom D-Interlaser im Fernseher zu 25 Vollbildern zusammengesetzt werden, hat man ein weniger flüssigeres Bild. Also bei 50 Bildern pro Sekunde ist es einfach flüssiger. Das ist dieser Telenovela-Effekt. Ja. Ja. Deswegen Kinofilme sind ja... Oder der Herr-der-Ringe-Effekt. Genau, Kinofilme sind normalerweise in 24 Bildern pro Sekunde gedreht. Und wenn man halt 48 Bilder pro Sekunde hat, hat man plötzlich so einen spanische Telenovela-Effekt. Oder diesen Herr-der-Ringe-Effekt. Und das geht aber, diese Vollbilder gehen halt auf Kosten der Bandbreite. So, aber die Frage ist halt einfach, ob das menschliche Auge das erkennt, weil ab, glaube ich, 22 oder 23 Bildern oder 20 Bildern pro Sekunde ist halt flüssig fürs menschliche Auge. Na gut, also das wollte ich jetzt nochmal ergänzen, damit wir hier irgendwie nichts Falsches erzählt haben. Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Displaygröße. Also im Kino machen die 25, 24 Bilder doch ganz schön viel Geruckel und das ist schlecht. Während auf dem kleinen Fernseher es schon nicht egal ist. Das ändert sich aber jetzt alles nochmal, es wird nochmal alles gewürfelt. Wir haben ja mit dem neuen Encoding-Standard, den ich vergessen habe, das ist, wie heißt der? 500, nee. H265 oder? Ja, genau, H265, der neue, der irgendwie höhere Auflösungen in weniger Bandbreite erzeugen kannst. Genau. Der ändert jetzt nochmal alles. Der ändert, glaube ich, der mischt diese Diskussion nochmal ordentlich durch, weil du einfach in dieselbe Bandbreite mehr Bilder reinkriegst. Das ist das Relevante, weil du hast auf diesen Satellitenplätzen halt, du hast halt limitierte Bandbreiten. So viel zu dem ganzen Block Apple TV. Und ja, Moment. Ja. Dann muss ich sagen, das neue TVOS, wie es ja heißt, das finde ich ganz schön. Kommt es damit zu klar, dass es keinen Webbrowser gibt? Warum? Also hättest du schon. Also ich kann mir total gut klar. Ja. Hattet ihr nie das Bedürfnis, mal eine Website auf dem Fernseher aufzurufen? Nee. Okay. Nee. Nee, weil es ist sowieso meistens alles klein und fummelig. Ich habe das manchmal per AirPlay gemacht, dass ich eine Webseite vom Rechner draufgeschmissen habe. Und das sah nie so aus, dass man darauf was lesen will. Ja, also man will das schon irgendwie halbwegs groß und knubbelig haben, weil es eben Fernseher und da Beamer. Vor allem muss ich auch... Ich überlege gerade mal. Nee, stimmt. Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich habe nämlich irgendwas mal auf dem Fernseher gelesen. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das vom Rechner oder vom... Teletext heißt das. Nein. Ob ich das vom Rechner oder vom iPhone aufs Apple TV geworfen habe. Aber das war in der Tat auch so, ja. Also das fand ich auch immer unbefriedigend und habe ich gar nicht. Das einzige Problem, das ich habe, ist derzeit noch der App Store, weil es keine anständige Suchfunktion gibt und das ist auch alles... Du musst dafür Siri nutzen, oder? Nee. Okay. Nee, man kann jetzt ein bisschen sich durchklickern, aber das ist alles nicht so optimal. Also es fühlt sich für mich so an, dass... man Apps, die man findet, oder das ist eher man eher zufällig an Apps gerät, als dass man sie wirklich hätte suchen wollen. Das ist so ein bisschen, alles auch ganz schwer zu beschreiben. Es fehlt die Möglichkeit, einfach irgendwo eine Webseite zu klicken und dann fällt das über, Apple Webseite-Account gekauft aufs Apple TV, was Google ja ganz gut macht, dass man einfach von außen sagt, die App will ich haben, mach die mal dahin. Ja, und dann macht Amazon mit ihrem Fire TV-Stick ja auch. Ja, das verstehe ich einfach nicht, dass das nicht geht. Aber warum kann man, hat Apple einfach so eine App hier auf dem iPhone im Scroll-Scrollen, dann kannst du, wenn du die App haben willst, einfach so wirklich so mit dieser Wuschbewegung Richtung Fernseher schieben?
Ja, das wäre noch ziemlich schick. Zumal man ja auch das, ich weiß nicht, Renko, hast du das auch gemacht beim Einrichten? Du legst einfach das iPhone auf das Apple TV, ja. Dann wartet man 10 Sekunden, dann merken die, dass die, dann machen die irgendwie was und sehen sich und dann fallen die Daten vom iPhone aufs Apple TV und dann kann es zumindest schon mal WLAN, ja. Apple-Account, Apple-ID, also was man so an. Aber der Datenschutz ist ja lustig. Das ist eine sehr schöne Funktion. Ja. Weil das passiert ja wahrscheinlich auf lokaler Ebene mit Bluetooth 4.0 LE und sowas. Liegt dann, ja, Bluetooth anmachen, hat er mir gesagt, und dann hier liegt der Handy mal in die Nähe. Das ist ja lustig, weil. Und dann habe ich mich hingelegt, habe mich aufs Sofa gesetzt und dann macht das plomm. Weil diesen Fire TV-Stick einrichten, mit dieser Fernbedienung so WLAN-Passwörter auf dieser virtuellen Tastatur eingeben, ist halt echt so. Das ist in der Tat noch nicht hundertprozentig gelöst, wenn man sich Sachen kauft, da im App Store. Da muss man halt immer sein Passwort eingeben. Ach. Mit dieser bescheuerten Fernbedienung, weil. Aber die App geht doch jetzt wieder auf dem iPhone. Ach, geht wieder? Ja, ich geht's wieder. Gerade vorgestern die gelöscht. Uhr geht wieder. Ach was. Es gibt eine App dafür? Remote-App gibt es. Remote-App auf dem iPhone und da ist ja so ein Touchpad drauf. Diese Touchpad-Idee gibt es ja eigentlich schon viel länger, als sie jetzt auf der neuen Fernbedienung drauf ist. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Und sobald Eingaben mit Zeichen passieren sollen, dann fährt der Tastatur hoch und du kannst es sehr easy eingeben und sogar Copy and Paste verwenden, also zum Beispiel Dinge aus so einem Passwort reinkopieren. Das ist echt ganz cool. Ah, okay, nee, dann muss ich die ja direkt wieder runterladen nachher. Ich habe das nämlich probiert. Warum funktioniert das nicht? Nein, ich hab gesagt, die ist schon so lange auf dem Markt, das haben die jetzt deprecated, das gibt's nicht mehr. Und was hab's dann gelöscht? Was es ja in dieser Apple TV-Vorstellung ja gab, war von der MLB, von der Basketballliga, diese App, die Vorstellung. Nee, MLB ist Baseball. Baseball, ja klar. Dass die, die App so quasi, wir zeigen dir hier den Live-Sport und blenden dir nebendran so quasi Live-Statistiken ein. Ja. Hat die Bundesliga sowas? Nee, Bundesliga kannst du da auch nicht gucken. Das ist echt, warum ist mir nicht so weit, wo du quasi... Frag Sky. Ja. Die haben die Rechte. App schreiben, das und ist ich glaube, bevor Sky die Ausschreibung nicht gewonnen hat, werden die auch den Teufel tun, um irgendwas zu investieren. Ja, okay. Weil das wäre so ein unique selling point für mich, wenn es quasi... eine App gibt, die halt das so ein bisschen kombiniert mit so ein bisschen Daten und einfach so haben Dummies einfach mal so Fakten dazu. Also was halt super wäre, wenn mir das System, also ich sehe das Live-Bild und daneben wird so ein bisschen gerade die Taktik mir erklärt. Das wäre halt so, will ich sofort haben, bezahle ich gerne 15 Euro im Monat oder 20 Euro, whatever. Aber halt, dass ich halt Spiele besser verstehen kann. Ich glaube, so weit sind die auch noch nicht. Ich glaube, die setzen jetzt erstmal alle darauf, dass sie, dass du das am Second Screen hast solche Geschichten. Also du liegst ja dein iPad daneben und dann. Aber gibt es sowas? Auch fürs iPad daneben? Es gibt vom ZDF, gibt es halt, da kannst du dann die verschiedenen Stadionkameras auswählen und ich glaube, es gibt auch eine Statistik-Dings. Aber das sind halt nur so Rohdaten und nicht, da steht ja nicht irgendwie Oliver Kahn und sagt hier, pass mal auf, das ist übrigens so und so und. Das muss ja nicht sein, aber das ist mal einfach so. Kippender Sechser oder so. Ja, aber es wäre halt schon lustig, quasi schon allein einfach so eine schematische Darstellung, wo steht welcher Spieler gerade. Ja. Wo du einfach schon mal sowas wie Ketten erkennen kannst. Ja, stimmt. Weil das ist halt von der Seite halt immer ein bisschen schwierig, aber wenn du halt von oben einfach das Kamera erfasst das kurz und dann wird es links oder rechts angezeigt und unten gibt es irgendwie nochmal Statistiken und Hinweise, das fände ich schon fluffig. Also ich glaube, als Zusatzdienst, den man bezahlt, lohnt das nicht, wenn, dann muss man das als Mischkalkulation mitverkaufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Leute kaufen, dass sich der Aufwand rentieren würde. Nee, das glaube ich nicht, aber halt. Aber das ist halt die Frage, warum gibt es das halt nicht? Stimmt. So. Hier ist noch ganz. Cornelis ist weg. Jetzt ist er wieder da. Ins Kabel gekommen. Ausgerutscht. Das hätte sich so gut an, als ich für eine Sekunde gedacht, das wäre meine Mischpult. So gut hört sich das an. Es war ein schönes analoges Chunk wahrscheinlich. Ja, war es. Ich habe mal ein Thema verschoben, weil ich dann mal gleich gelandet überleiten will. Und zwar vielleicht, das passt vielleicht noch besser, wenn ich noch kurz eins zwischenschiebe. Eine ganz andere Kategorie von Apps, die es noch gibt, die beliebige Dinge visualisieren. Oh. Zum Beispiel gibt es ja den Plane Finder. Ich habe ihn nicht installiert, aber davon die Screenshots gesehen. Dann kannst du einfach eine Weltkarte anmachen, wo gerade Flugzeuge rumfliegen. Ja, aber da finde Flight 24 über dieser Dienst. Flightradar, oder? Flightradar. Ist das gleiche Prinzip. Also ich meine, mir geht es darum, du kannst halt auch beliebige Apps draufschmeißen, die auf einen Bildschirm, den du dir hinstellst, irgendwas dauerhaft visualisieren. Also Programme, die dafür gebaut sind, dort was anzuzeigen. Ja. Das ist halt auch noch so ein eigentlich ganz cooles Ding.
Und wenn irgendwann mal noch Bild in Bild kommt, was sicherlich kommen wird, ist ja in iOS schon drin, dann kann man da immer noch andere coole Sachen machen. Ne? Also gerade Richtung Wetterdaten und also alles Beliebige, was ein bisschen Anwendungskontext braucht und dann einfach Dinge schön visualisiert. Statusboard ist ganz spannend für Firmen eigentlich, sowas nochmal drauf zu schmeißen. Das ist ganz interessant. Also Apps, die jetzt nicht prinzipiell Spiel sind oder Filmauslass. Und jetzt? Man kann sich ja generell viel vorstellen. Also man könnte auch, also ich könnte mir auch Notifications auf dem Fernseher vorstellen, zum Beispiel. Oh nein, das wird peinlich. Nein, nicht im Sinne von, da kommen jetzt deine, alle deine Nachrichten an. Oh, aber, okay, gut. Aber sowas wie iCloud weiß, du hast, weil du im Kalender ist, einen Termin eingetragen, du musst dann und dann ungefähr losfahren und es kommt gerade durch den deutschen Wetterdienst irgendwie eine Wetterwarnung rein und sagt hier, Freundchen, gibt Gewitter oder irgendwie weiß der Geier was. Also so warnungsähnliche Sachen oder so, die man einfach einblenden kann, wenn Leute Fernsehen schauen. Find ja. Fände ich sehr angenehm. Auch jetzt auch gar nicht großartig darüber nachgedacht, was das jetzt sein muss, aber so die Idee sozusagen, dass einem Sachen eingeblendet werden, die man, es gibt ja so gewisse Sachen, nach denen sucht man nicht, die möchte man aber mitbekommen, wenn sie passieren. Na, also es fängt halt bei Eilmeldungen an. Das wäre schon das Grund, also es ist eine Möglichkeit, dass du einfach so eine Eilmeldung auf dem Fernseher, also wie so unten diese klassischen, wenn ARD seine, dass zwar irgendwas gerade passiert ist, aber es halt nicht so krass ist, dass man jetzt die Sendung unterbrechen muss, deswegen nur ein Lautband einblendet. Sowas halt, so ein Klassiker. Aber bei Sport einfach, bei Sportsachen halt, weil du guckst halt, du hast zwar jetzt den Sportdienst jetzt nicht abonniert, du guckst jetzt irgendwie einen Film, möchtest aber trotzdem blink, blink, Tor. Fupp, weg, ist wieder weg. Und du hast nie dein Handy rausgeholt. Ja, könnte man auch so mit Bild im Bild oder so kombinieren, ja. So dass man, wenn man gerade geswitcht hat, ja, ich will Serie weiter gucken, weil das Spiel interessiert mich nicht und dann klappt das auf und dann sagst, willst du wieder zurück, weil da ist gerade Tor oder so. Ja. Oder irgendwann zukunftsmäßig, ne? Dann macht es wirklich auch Sinn, einfach dir beliebig viele Apps nebeneinander zu schmeißen. Ja. Je nach Bildschirmgröße. Stimmt. Wenn der Prozessor das hergibt. Genau. Ja, nee, klar, aber gerade wenn du so einen Beamer hast, ja. Ne, dann laufen da halt, was weiß ich, 4 Fußballspiele oder Eiskunstlaufen. Börsenkurse. Zum Beispiel. Ja. Ich leite mal kurz über, und zwar, was ja. Nämlich sehr viel besser ist, ist das Caching. Wenn man nämlich sozusagen bei Netflix schon Filme, also Serien ansteuert, fängt er schon sehr, sehr früh an zu cachen. Es muss, ich weiß es nicht sicher, aber es muss offensichtlich so sein, denn nahezu ohne Wartezeit werden da jetzt Serien abgespielt. Das war beim Apple TV 3 bei mir nicht so. Da ist, glaube ich, weniger Bedenkzeit auch, bis er den, glaube ich, DRM-Kram ausgehandelt hat und im Store identifiziert. Das geht alles viel, viel schneller. Weil auch Prozessor schneller und, glaube ich, auch SIF auch besser geworden ist. Das habe ich auch bemerkt, dass es ein ziemlicher Genuss ist. Das hat mich wirklich ein bisschen, also wenn man dann wieder hier so einen DNS-Dienst benutzt, dann gibt es wieder eine gewisse Verzögerung. Aber das hält sich auch noch in Grenzen. Das war vorher auch schlimmer. Und dann habe ich etwas ausprobiert. Und zwar sind wir, wie man das weiß, so einigermaßen Freunde des Wrestlings und ich im Besonderen. Und es gibt jetzt seit Anfang Januar in Deutschland ganz offiziell zu abonnieren das WWE Network, also vom größten Wrestling, der größten Wrestling-Promotion der Welt. Ein Network, auf dem man die Großveranstaltungen schauen kann, die man sich vorher als Einzel, unter anderem die Großveranstaltungen anschauen kann, die man vorher als Einzel Pay-per-Views abonnieren musste. Also man hatte irgendwie so ein, bei Sky war das ganze Zeit lang jetzt zum Schluss. Oder in den USA halt diese ganzen, du hast halt ein HBO-Abo und konntest dann für $60 das Ticket noch dazu kaufen. Genau, also hier hat man in den letzten Jahren 20 Euro bezahlt, für WrestleMania 25, glaube ich, oder 30. Und dann gab es halt immer so Frühbucher-Rabatte für ein bisschen weniger. Ich erinnere mich noch, du hast noch in Göttingen, als ihr, als ihr da eure Wrestling-Nächte gemacht habt? Ja, genau. Da haben wir WrestleMania habe ich dann immer gekauft für 15 oder 20 Euro und dann haben wir uns das live angeguckt, nachts. Und sind völlig übermüdet um 5:30 ins Bett gegangen. Total bescheuert. Aber was man nicht alles so macht, ne? Und das ist da jetzt quasi integriert für. Anstatt für das, in den USA ist es übrigens viel teurer. In den USA kosten die $40 oder $60 im Monat, ja, also diese Großveranstaltung, diese einzelne Veranstaltung. Und da jetzt kostet es einfach nur $10 oder $10 im Monat und ist quasi so Abo-Style. Quasi die Netflix-Flatrate. Genau. Und
Dann gibt es auch natürlich die wöchentlichen Fernsehausgaben, aber immer erst 4 Wochen zeitversetzt, damit die ihre, weil die natürlich in, also noch auf richtigen Fernsehsendern ausstrahlen, die natürlich exklusiv auch was haben wollen. Und das konnten sie nicht so richtig raushandeln. Aber, und das ist der totale Oberhammer. Na, ich vermute mal, dass sie das jetzt erstmal so machen und wenn sie merken, dass diese App Traktion gewinnt. Ja, da, ja klar. Und dann später wechseln die auf ja. App First und dann sind die Fernsehsender am Arsch. Das ist dasselbe wie HBO jetzt gerade mit seiner ja. $50 Flatrate. HBO einfach, Now. Genau, um einfach von den Kabelanbietern wegzukommen. Heißt es HBO Now? Ja, oder? Ja, ja, HBO Now. Ja, ja. Genau. Und das scheint sich für die irgendwie zu rentieren, weil die wohl sehr viel Geld immer bei den Kabelbetreibern lassen mussten, damit sie da überhaupt distribuieren durften. Und ich habe jetzt auch die letzte Großveranstaltung echt gesehen, ja, Royal Rumble jetzt im Januar, habe ich mir dann direkt übers, also lief dann sonntags nachts, aber ich musste halt Montag lernen, deshalb habe ich mir Montagabend ganz entspannt am nächsten Tag Apple TV angemacht, WWE Network an, zack, und habe mir das angucken können. War auch eine gute Veranstaltung, hat mir auch sehr, sehr gefallen, so, hat Spaß gemacht. Und aber der Hammer ist da dran, und das kann man eigentlich jedem empfehlen, der da mal so ein bisschen reinschnuppern will, die haben nicht nur sozusagen nicht nur ihre Jetzt-Ausgaben, sondern die WWE oder damals früher hieß sie WWF, darunter kennen Sie vielleicht einige noch, die haben immer mal wieder, wenn andere Promotions pleite gegangen sind oder sich irgendwie sonst wie aufgelöst haben oder so, haben sie deren Videomaterial gekauft. Die Archive. Ja. Die Archive gekauft. Und die laden jetzt so sukzessive nach und nach einfach Sachen hoch, die man sich dann anschauen kann. Das heißt, die bauen gerade sowas wie ein Wrestling-Archiv der USA auf, oder was? Ja, ja, genau. Also natürlich dann jetzt mit jetzigen Konkurrenten, die haben sie natürlich nicht drin, aber alles so, was denen gehört. Die haben auch die damals die zweitgrößte Wrestling-Promotion der Welt aufgekauft, die WCW, Anfang der Nullerjahre. Und da kann man sich jetzt einfach die wöchentlichen Sendungen und auch die Großveranstaltungen einfach anschauen. Und das hat auch schon einfach historischen Wert, ja. Sich ja mal irgendwie durch Sachen zu kloppen oder auch eine quasi die erste Hipster-Liga der Welt, Extreme Championship Wrestling, die es auch in den 90ern, Anfang der Nullerjahre noch gab, die auch das Business so ein bisschen revolutioniert hat, kann man schon fast sagen, im Mainstream zumindest. Und das ist da halt alles vorhanden. Und aber auch irgendwie Sachen aus den 80ern, aus den 70ern, das ist halt irgendwie völlig ernsthaft aus den 70ern. Ja, ja. Völlig bizarr, was die da, was man da sich alles anschauen kann. Diesen Katalog wird man einfach nie zu Ende gucken können. Da gibt es auch noch selbst eigens produzierte Sachen, die nur da laufen. So eine Zeichentrickserie. Dann gibt es noch Podcasts, die dann auch auf Video aufgenommen werden und man sich da auch anschauen kann. Irgendwie völlig verrückt. Und ich war fast erschlagen und dachte, naja, 10 Euro ja, im Vergleich zu Netflix wird das wahrscheinlich nicht so viel wert sein, aber ich bin völlig, also ich bin völlig hin und weg und finde das Angebot so großartig, dass ich zwar jetzt erstmal auf nicht automatisch verlängern eingestellt habe, aber tatsächlich überlege, ob ich das nicht einfach laufen lassen soll, weil bisher cool. Habe ich da immer ab und zu reingeschaut. Und das ist, und ich bin jetzt nicht so der riesen super Wrestling-Konsument wie noch vielleicht vor 8 Jahren oder so, ja. Das heißt, ein Probeabo lohnt sich. Stimmt, gibt auch ein Probeabo, kann man dann immer nicht über iTunes einlösen, sondern man muss sich dann anmelden, erst beim WWE Network direkt und muss das dann irgendwie über die Apple TV einstellen und sich einloggen oder so. Wenn man direkt über iTunes kauft, dann zahlt man erstmal 10 Euro. Muss sich schmerzlich erfahren, aber mein Gott, die 10 Euro war es wert. Ja, also wie ich und das sozusagen im Rahmen noch mit dieser neuen verbesserten Apple TV 4, mit dem Apple TV 4 Erlebnis. Waren auch diese Groß-Events dann in HD gestreamt? Ja. Okay. Ja, ja. Krass. Die bei der Kritik aber nochmal, ja. Sorry? Nee, das war schon. Jetzt bin ja. Ich bei der Kritik nochmal, die ja auch irgendwie alle haben, fällst du auch öfter mal im Dunkeln auf die Fernbedienung und dann kommen die Spulcontrols da versehentlich, weil sie falsch rumliegt? Ich kommen da nicht nur drauf, also es reicht ja schon, wenn man irgendwie einfach nur das Touchfeld berührt. Ja, ja, aber mir ist das schlimmer. Ich habe ein schwarzes Sofa und da liegt dann die schwarze Fernbedienung drauf und dann fasse ich da irgendwo hin und dann bin ich auf dem Touchpad, egal. Genau, oder man hat irgendwas neben sich liegen und möchte da irgendwie hingreifen und toucht dann die Fernbedienung an oder es kommen halt irgendwie so kleine Gnome, die Menschen sein sollen und patschen irgendwas an und auf einmal hat man irgendwie 10 Minuten vorgespult. Ja, das passiert tatsächlich. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ganz cool. Ja. Aber ist halt auch, das ist halt auch Verbesserungs-, also das kann ich mir vorstellen, dass sie es irgendwie smart lösen. Das heißt, ich soll mir jetzt schön,
Sollen wir jetzt eine Apple TV kaufen? Ja, mach das mal. Also das kleinere, und ich finde das kleinere reicht echt, ist ja auch nicht so teuer. Das kostet irgendwie 100, was kostet das? 179. Ja, das ist aber, glaube ich, teilweise auch schon ein bisschen günstiger in den verschiedensten Läden. Wozu braucht man einen Apple Care für den Apple TV? Das brauchst du nicht. Was? Wenn du es runterschmeißt und dann ist, nein, was? Nee, wenn du es runterschmeißt, ist da nicht drin. Ich habe nämlich geguckt, 30 Euro, soll ich mir Es gibt einen Apple Care? Soll ich mir Apple Care kaufen, aber das ist tatsächlich einfach nur verlängerte Garantie oder was? Ja, aber halt nicht diese, wenn du es runterschmeißt, ist es nicht mit drin. Und du kannst es sogar runterschmeißen. Nicht in dem Apple Care Protection Plan. Ja, ich meine, das Ding ist ein robuster Block, der nicht kaputt geht. Ja, das, ja, also, klar. Aber du hast ja in diesem iPhone-Apple-Care hast du halt die Klausel. Also da ist die Dusselversicherung ist da nicht drin. Ah, okay. So. Naja. Kostet 30 Euro, dann ist nur Support extra. Ah, okay. Also ich habe es auch nicht gemacht. Ja. Es ist vielleicht eher für die Omas, die dann da noch 90 Tage lang anrufen wollen können. Nee, nicht 90 Tage, die ganze Zeit. Ja. Ja, und man muss halt, ne, also wird halt umsonst repariert irgendwie und keine Ahnung. Ja, aber was soll denn kaputt gehen? Ja. Und im Zweifel gibt es die Rechte nach BGB. In Deutschland. Naja. So. Ja, nee, Vorsicht, da musst du im Prinzip, im Zweifel musst du nachweisen, dass es halt bei Gefahrübergang, also beim Kauf, als es sozusagen physisch an dich genommen hast, dass es da schon kaputt war, ist immer ein bisschen schwierig. Aber anderes Thema. Also ich finde, man merkt einfach, das ist eine ordentliche Plattform, weil es im Prinzip iOS ist, da gibt es ordentliche Apps. Das Ding ist auch jetzt gut in der Entwicklung, da kommen halt regelmäßig Features nach, das macht Spaß. Auch wenn noch einiges fehlt, aber man merkt, jetzt tut sich da was. Ja. Supi. Ich wollte einmal zum Schluss weinen. Das war nämlich gerade heute, wo wir gerade nachdem ich so viel Geld für den Verstärker ausgeben musste. Ich habe so ein Fotoapparat und ich bin mit dem ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich mache das zwar nicht ganz gerne, aber dann. Wer ist das doch Modell? Alles, wird da relativ teuer. Eine GX7 Systemkamera. Was ist eine Systemkamera? Wenn wir mal Basics. Ich höre das immer wieder. Was ist eine Systemkamera, bitte? Ganz einfach, da kann man die Objektive tauschen. Es gibt also ein System von Objektiven, in diesem Fall von Panasonic und Olympus geteilt. Und es gibt eine große Hülle an Objektiven. Und eine Fülle auch. Das heißt, es ist so eine Digitalknipse, aber wo du die Objektive vorne wechseln kannst. Genau, und in diesem Fall ist es auch ohne Spiegel. Also es ist quasi ein Spiegelreflex ohne Spiegel. Hat den Vorteil, ist alles ein bisschen kleiner und nicht so viel Mechanik. Was ist denn, also sorry, aber Spiegelreflex ohne Spiegel? Das ist doch der Witz der Spiegel, dass das besser ist, oder? Jetzt bin ich mal komplett. Ja, also der Spiegel ist ja für nicht so allzu viele Dinge richtig gut, außer für einen ordentlichen Sucher, dass man da durchgucken kann, weil das Bild ja, während man nicht fotografiert, dahin gespiegelt wird. Und der Spiegel schützt den Sensor noch so ein bisschen, wozu wir gleich kommen. Also im Prinzip ist der Spiegel, weiß ich nicht, ja, Spiegelreflexkameras sind vor allem deswegen gut, weil sie einen großen Sensor haben. Großer Sensor heißt viel Licht, heißt schöne Bilder und andere optische Effekte über die Objektive, weil je größer, desto cooler sieht es aus. Die Systemkameras dazwischen, in meinem Fall das ist dieser Micro 4/3 oder Micro 4 Thirds Standard, da ist dann der Sensor ein bisschen kleiner und auch die Objektive entsprechend, Durchmesser ein bisschen kleiner und es braucht einfach keinen Spiegel mehr, weil die Sensoren, die Kameras haben einen digitalen Sucher oder eben Display, wie man es kennt. Ja. Ja, ich mag die Kamera eigentlich ganz gern und wollte jetzt auch langsam mal ein zweites schönes Objektiv kaufen, weil ein Kollege mir beigebracht hat, das ist gut. Ne, das Beigelieferte ist ja nicht so toll und es gibt da eine Hülle und Fülle an tollen, wirklich schönen Objektiven. Ich glaube, das ist dieselbe, also da kann man sich genauso verlieren wie in Goldkabel. Ja, ja. Ja, oder ein Mikrofon generell. Ja. Ne? Also Objektiv ist gleich Mikrofon. So, nur noch teurer letztlich. Und die Kamera hatte also einen Fleck und ich bin zum Fotoladen gegangen und habe gesagt, was heißt ein Fleck? Ja, so einen schwarzen Punkt auf allen auf allen Motiven, den ich jetzt aus den letzten drei Urlauben auch immer rausretuschiert habe. So blaue Wolken, mittendrin schwarzer Fleck. Ja. So ein schwarzer, unscharfer Punkt. Dachte ich, ja gut, Mist, das ist das Objektiv halt verschmutzt. Bin in den Laden gegangen, bin auch im Prinzip reingegangen und sage, hier, gucken Sie das Objektiv mal an, vielleicht ist das nicht gut. Dann hat er sich das angeguckt, sage, ja, das ist zerkratzt, das ist Müll, kaufen Sie sich ein neues. Hab ich also dann auch eins gekauft, weil ich wollte es ja im Prinzip eh tun, gehe raus, der Fleck ist nicht weg. Ah. Das war gestern. Heute gleich wieder hin, beziehungsweise war gestern noch mal kurz da und habe das dem Kollegen gezeigt, der da noch da war. Und er meinte, ja, ist ganz klar, das ist immer der Sensor. Aber ich habe doch gerade hier mit einem anderen Kollegen gesprochen und der hat gesagt, das Objektiv ist Müll. Und mir ein neues Objektiv verkauft für 500 Euro. ja. Ergebnis vom Ganzen ist, es ist der Sensor. Und es ist hinter dem High-Pass-Filterglas, da ist noch so ein kleines Glas vor dem eigentlichen Sensorchip. Und das kann nur Panasonic reparieren.
muss eingeschickt werden. Das habe ich ein teures Objektiv gekauft. Und ich mag diese Kamera wirklich sehr, weil sie eigentlich ganz gut ist und so. Und das ist nach vielen Kamerakäufen die erste, die mich halbwegs so zum mehr interessierten Fotomenschen werden lassen könnte, wenn nicht ständig dieser Mist passiert. Aber die gute Nachricht ist, es ist reparabel, ja? Ja, es ist schon reparabel. Es kostet auch vielleicht nur 80 Euro. Wieso musst du das selber bezahlen? Das ist doch Baufehler, oder? Das ist noch die Frage. Der Punkt ist hinter der Scheibe, aber er war nicht immer da. Er ist halt immer stärker geworden. Wie der da hingekommen ist und was das überhaupt für einen Punkt ist. Ist das Staub oder ist das vielleicht eine Beschädigung, die sich ausbreitet? Wenn es zweiteres ist, dann müsste es mit der Garantie noch ganz gut gehen. Die Kamera ist ja jetzt nicht mal anderthalb Jahre alt. Wenn es aber Staub ist, der sie dahin bewegt hat, für den ich selbst verantwortlich bin, blöd. Okay. Bin gerade ein bisschen frustriert, weil das Objektiv, das sie mir aufgeschwatzt haben, ist wahnsinnig toll für meine Verhältnisse. Nur leider ist der Punkt immer noch da. Scheißpunkt. Und das nach dem ganzen. Aber jetzt hast du zwei Objektive immerhin. Ja, das stimmt. So. Ja, das, wenn jemand noch einen Tipp hat, wie man diese blöden Punkte günstig wegkriegt oder ob man das einfach dann auch wirklich zu Panasonic hinschickt, ne? Kommentare. Ja, die müssen das wahrscheinlich unter so einem Reinheitslabor machen, oder? Damit da halt kein weiterer Staub runterkommt. Ja, also das Fachgeschäft sagt, das kann nur Panasonic. Ja. Ja, dann ist das schon relativ speziell, dann braucht Maschinen und Dinge. Ja. Das ist doof. Ha, Sniff, okay. Ja. So, das war's, oder? Ja. Ja. Meinetwegen können wir jetzt ins Bett gehen. Ja. War schön. Dann ja, freut mich auch. Ja. Verhustet heute irgendwie, ne? Ja, alles irgendwie angereizt hier. Also ja, es geht ja schon wieder. Letzte Woche war es viel schlimmer und vorletzte Woche. Ja. Also, läuft. So, naja, das war jetzt Folge 64. Genau, wir machen jetzt gleich direkt im Anschluss einen Anschlusstermin und dann wird das auch nicht mehr so lange dauern. Renke hat ja demnächst seine Vorladung und ist eigentlich voller Jurist. Ich weiß so, wie es ihn ärgert, wenn ich jedes Mal Vorladung sage. Ja, Schmerzen, macht mir körperliche Schmerzen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Halt. Ja. Nein, das ist. Was ich noch sagen wollte. Twitter @anycast. Wir haben auch einen Facebook-Auftritt. Vielleicht sollten wir den mal pflegen. Facebook hat mir letztens angeboten, den Username zu ändern. Da dachte ich, vielleicht Anycast ändere ich den mal. Ja. Und dann so, ja, Anycast is available. Jetzt klicke ich drauf. $10. Und sagt Facebook so, nee, ist nicht verfügbar. Ja. Also es ist /anycast.podcast. Ja. Geht so. Leider nicht so viel besser. Ja. Und wir haben ein Spendenkonto. Genau. Ist das ein Geschäftskonto? Ja. Ja? Ja. Sehr gut. Ja. Genau, wir haben ein Spendenkonto, auf das man uns jetzt physisch real tatsächlich Spenden zukommen lassen kann. Es wird auch alles ordnungsgemäß versteuert. Seit diesem Monat die vollständige IBAN, die jetzt unten eingeblendet ist. Genau. Die läuft gerade unten gerade durch. Jetzt neben ihrer Landesflagge. Ja. Und das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte nur sagen, man kann uns auch auf iTunes bewerten übrigens. Das haben wir nie so wirklich. Also es gab iTunes-Bewertungen schon. Ja, genau. Wie sind die Bewertungen da eigentlich? Wir sind da ganz gut. Aber da ganz okay. Okay. Das hätten wir eigentlich auch bei Good Morning in the Morning sagen müssen, weil da gibt es nämlich wirklich nur eine. Ja. Deshalb, haben da eine? Ja, deshalb fiel mir das nämlich gerade wieder so ein, dass ich das mal gesagt haben wollte. Das kann man auch machen. Das ist ja auch nie weg, ne? Ja. So, und kommentiert, was ihr kommentieren wollt und vielleicht antworten wir sogar, wenn wir Lust haben. Und im Zweifel Daumen nach oben, bitte. Genau. Schreibt uns in die Comments. Ja. Tschüss. Tschüss, bis dann. Sagst du nicht Tschüss, Renke? Nö. Das ist so. Bin ich dagegen.